Weißt du, wir wollen diesen unsicheren Zustand, weil der uns antreibt, weil der irgendwie dieses Adrenalin-Level fühlt, der gibt uns das Gefühl, dass wir lebendig sind, ja. Jurtegespräche. Begegnungen unterm Filzdach. Wollen wir einfach anfangen? Wir fangen nämlich einfach immer an. Naja, gut, dann fangen wir mal an. Herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Ja. Wollte mich selber vorstellen, wir haben ein Künstler-Ehepaar. Ja. Kann man das so sagen? Künstler-Ehepaar? Also bei Künstler-Ehepaar kriegst du einen leichten Grinsch. Ich sehe, wir haben uns kennengelernt und waren Künstler und wir haben lange gebraucht, bis wir zusammengekommen sind und wir haben versucht, mal zusammen Kunst zu machen, so richtig zusammen an einem Leinwand zu arbeiten. Und das hat überhaupt nicht geklappt. Also ist unser Gefühl, dass wir zwei sehr starke Individuen sind, die viele Dinge zusammen machen. Und deswegen, ein Künstler-Ehepaar klickt so nach. Christo und Jean-Claude oder so nach so einem anderen Konzept. Was ja nicht schlecht ist. Nö, das ist total. Genau. Ja. Aber ihr habt auch eure beiden Namen behalten dann, ne? Uwe Caro. Oh man, ich... oder? Ich wollte immer meinen Namen behalten, als ich schon ein Kind war. Ich behalte meinen Namen. Ja? So, wenn ich heirate. Und das war ja gar nicht möglich. Also, und es ist richtig verrückt. Wir haben, als ich schwanger war, haben wir gesagt, komm, wir heiraten, weil du kannst uns nicht zum Kind mit. Wir haben geheiratet 91 oder 90? 91, ja. Und dann war es auch so, wir wollten das wirklich fair handeln. Also wir heiraten, damit wir beide Rechte haben an der Sache, die jetzt passiert. Natürlich haben wir uns auch geliebt, aber das ist ja schon noch ein anderer Akt, ne? Und es war ganz neu, das Gesetz, dass jeder seinen Namen behalten kann. Und wir saßen da ganz frisch bei der Standesbeamtin und ich so wie, oh mein Gott, das ist eine Revolution. Alle Frauen werden ihren Namen behalten. Es ist unglaublich, was jetzt hier gerade passiert. Und wir sitzen so und sie so, ja, und da gibt es ja noch diese verrückte Regelung. Sie wissen ja, ne? Und ich, was kommt jetzt? Naja, dass man seinen eigenen, also die Frauen ihren Namen behalten können. Und ich so, ja, das war eigentlich mein Plan. Oh, ach so. What? Ja. Ja, das war sowieso, das war so eine crazy Zeit. Da war meine ganz kurze Phase, da war es komplett offen, was man mit seinen Namen machte. Und wir haben nämlich auch entschieden, da Katrin ja schwanger war, haben wir gesagt, okay, wenn es ein Mädchen wird, dann kriegt es ihren Nachnamen. Und wenn es ein Junge wird, kriegt es meinen Nachnamen. So, ja. Und so war es dann auch. Das war also ein Mädchen, das heißt dann also wie sie. Und danach haben wir einen Jungen gekriegt, der heißt so wie ich. Und dann haben wir noch ein Mädchen bekommen, das heißt so wie sie. Und dann war aber diese Regelung, diese Namensregel, gab es dann nicht. Die haben sie geändert. Und dann war wir sind gerade noch so durchs Ziel geschossen mit dem da letzten. Da war sowieso bei uns, haben wir gesagt, okay, das reicht jetzt auch mit. Ach, sogar drei Kinder. Drei Kinder, ja. Plus von dem einen. Nee, das sind insgesamt drei. Ja, super. Sehr schön. Naja, und was passiert, was wir uns auch gedacht haben? Die Leute denken alles Mögliche, aber nicht, dass wir drei eheliche Kinder haben. Und es gibt alle Spekulationen über, weil unsere Kinder ja auch Schauspieler sind. Gehörst du zu dem? Wer ist das? Sind deine Eltern? Ja. Ist das eine Patchwork-Familie? Ja. Und ja, irgendwie passt das zu uns. Ja, aber nochmal auf deine Frage zurückzukommen. Es ist wirklich so, dass wir uns kennengelernt haben. Wir haben uns kennengelernt in den besetzten Häusern hier in West-Berlin in den 80ern, frühen 80ern und waren aber eigentlich dann noch nicht zusammen. Also immer noch so, man hat sich so gesehen, ja. Und dann haben wir beide Kunst gemacht und dann darüber kam dann noch mehr Verbindung, ja. Und was mich dann besonders beeindruckt hat, dass Katrin meine Kunst immer blöd fand oder kritisiert hat. Und dann habe ich gesagt, was nimmt die sich raus? So, ja. So, ich meine, das muss man toll finden. Und naja, jedenfalls irgendwie ist es dann so gekommen, dass wir uns dann noch immer mehr angenähert haben, wieder getrennt haben, wir zusammen und so. Oh ja, und jetzt schon sehr lange zusammen sind und das ist dann doch wieder richtig, immer Kunst machen. Ja, egal was wir machen, ehrlich gesagt, machen wir Kunst. Auch wenn wir keine Kunst in dem Sinne machen. Matze, ja. Ist dir eigentlich was aufgefallen? Wir haben jetzt Folge 14. In den letzten 4 Folgen, und das ist neu, haben unsere Gäste uns jeweils was mitgebracht. Das wird jetzt eine Regel. Stimmt. Ja, also Nikolai fing damit an, hatte Uso mitgebracht. Ja. Danach hatten wir Barbara, die uns T-Shirts mitgebracht hat. Genau. Dann Susanne hat den Waldmeister-Sirup für die Bowle mitgebracht. Und ihr habt jetzt eure künstlerischen kleinen Kringel.
Hefeschnecken. Das sind Hefeschnecken. Dann die sehen ganz toll aus. Ja. Macht ihr die zusammen oder? Ja, da würde ich doch mal glatt reinbeißen, die reicht mal rum. Ist das okay? Ja, klar. Das, die müsst ihr probieren. Die müssen auch schmecken, euch. Also egal, was ihr empfindet. Das ist jetzt. Jedenfalls, komm nicht in eine Jurte ohne ein Gastgeschenk. So, ich hatte so das Gefühl, es gibt so einen großen Spruch irgendwo im Jurtenland, wo es dann heißt, tritt ein und bring ein Geschenk mit oder so. Das ist, ich wusste das ist nicht, schön. Dass wir... Bring eine Hefeschnecke herein. Die sind toll. Das machen wir ja alle so. Sehr lecker. Nein, aber die machen wir nicht zusammen, die macht Katrin. Also, wir machen das ist mein Ding. Ja. Also um da nochmal drauf zu drücken, wir machen zwar zusammen Kunst, wir machen auch viele, aber wir machen nie zusammen Kunstwerke. Also wir machen nie das Gleiche. Mhm. Also sie macht ihre Sachen, ich mache meine Sachen. Aber es werden dann trotzdem oft gemeinsame Projekte. Also wir stellen zum Beispiel sehr oft zusammen aus. Aha. Obwohl die Sachen komplett unterschiedlich entstanden sind, passen sie immer irgendwie gut zusammen und steigern sich unserer Meinung nach. Und auch, glaube ich, Leute, die das sehen, sagen auch, oh ja, das passt. Also das geht immer gut miteinander. Ja. Und das wir hatten uns ja mal kennengelernt, weil du Skulpturen ausstellen wolltest hier mal. Ja. Also, du machst auch vorwiegend Skulpturen? Oder? Genau, also wir machen wirklich komplett, man kann das feststellen, Katrin kommt ja aus einem akademischen Haushalt, ist sozusagen schon in einer, ist schon in einer WG aufgewachsen, wo Maler war, also wo eine Malerin war und zwischen den ganzen bunten Farben und so. Und ich komme aus dem Ruhrgebiet und bin eher so mit Kohle, Stahl und solchen Sachen aufgewachsen. Also Katrin malt, bunt, Farbe. Ich mache Skulpturen, keine Farbe. Also die Farbe kommt dann nur vor, wenn das Material irgendeine Farbe mitbringt. Also Rostrot oder Stahlgrau oder Sepiafarben und so, ja. Sehr sympathisch. Ich komme ja auch aus dem Ruhrgebiet. Ach, ja. Du kommst aus Bochum, ne? Habe ich gelesen. Ich hatte heute mal ganz kurz auf eure Seite geguckt. Na, wenn du aus dem Ruhrgebiet bist, dann kannst du das ja vielleicht unterscheiden. Ich komme nämlich eigentlich aus Wattenscheid. Aus Wattenscheid? Ja, das ist richtig gut. Ja. Das wissen ja nur Ruhrgebietsleute. Ihr müsst doch jetzt hören, wo ihr herkommt. Das sind diese kleinen Nuancen, müsst ihr doch jetzt raushören. Nee, wir reden ja beide Bochum, kein... Bochum, Wattenscheid, das ist alles eins. Wir reden ja auch kein wirklich jetzt Ruhrgebietsdeutsch mehr. Dafür sind wir zu lang weg. Ne? Ja. Seit wann seid ihr in Berlin gewesen? Also in den 80er habt ihr. Ich bin ja Berlinerin. Also, achso, du bist Berlinerin. Ich bin Berlinerin, Entschuldigung. Und du bist in den 80ern? Ich bin in 81 nach Berlin gekommen, bundeswehrmäßig. So, hatte da gerade mein Kunststudium zu Ende gemacht in Düsseldorf. Und bin dann 81 nach Berlin gegangen. Ja. Sehr schön. Ich meine, wenn ich jetzt ins Ruhrgebiet komme, dann falle ich schon eher wieder in diesen Slang. So, ja. Oder was ich am liebsten mag, man trifft jemanden, der aus dem Ruhrgebiet kommt, der kommt, ich höre es gleich so, denke mir auch, das ist doch so die Ecke. Und dann unterhält man sich so ganz normal, sage ich mal, freundlich und nett. Und dann sagt man, oh mein Gott, war das ein netter Typ. Und dann, nein, das war einfach nur. Das geht mir auch um. Und wo kommst du genau her? Gladbeck. Und Gladbeck, ja. Gladbeck ist ja irgendwann auch mal berühmt geworden, als wir das Geiseldramm. Ja, das berühmte Geiseldramm. Das ist letztens verfilmt worden. Genau. Ja, also schon ein paar Jahre her. Ja, da haben sie sogar hier gesehen. Genau, mit dem Bus und so. Ja, stimmt, das habe ich sogar gesehen. Und seit wann bist du dann hier? Ich bin das erste Mal 93 nach Berlin gegangen zum Studium. Grundstudium, erstes Semester hier und anschließend dann in Bochum weiter. Und ich wohnte in Ruhe nicht. Ich hatte bei der Knappschaft eine FH-Ausbildung gemacht zunächst. Und als ich dann aus Berlin wieder wegging, habe ich mir geschworen, nie wieder Berlin. Ich fand das so schrecklich. Ja. Und dann bin ich 2005 wieder nach Berlin gegangen, arbeitsmäßig. Und 2006 sind wir dann nach Potsdam rausgezogen. Ja, und jetzt, also seit 15 Jahren so in etwa. Ja, auch schon eine Weile. Das war auch eine komische Zeit, 93 in Berlin, glaube ich. Also, ja, das war wirklich. Also, sozusagen. Nachwende. In den 80ern war wirklich. In den 80ern war ja wirklich noch kaputte Fassaden, alles im Eimer und dieser Kessel und die Mauer drumherum. Und
Und dann, als die Mauer gefallen war, war das schon ein bisschen komisches Gefühl. Einer, das hat mir sich unheimlich gefreut, andere würde plötzlich, als würde man so einen Luftballon irgendwie, und als würde das sich so, der Druck plötzlich weg sein und keiner wusste so genau. Das beschreibt es gut, glaube ich. Ja, und ja. Und das war auch... Wir bekommen Besuch oder wir werden eingeschlossen in die Wohnung. Oh ja, auch nett. Irgendjemand ist weg. Ja, es war auch so eine Jappi-Zeit irgendwie, der 90er. Und so eine Szene gab es schon mal ähnlich wie gerade. Das war nach dem Männertag, ist ja jetzt bald wieder. Und dann bin ich früh wach geworden und zwei Betrunkenen lang gelaufen. Und dann einer war auch immer neugierig. Da hat noch die Filztür runtergelassen. Die hatte eine Filztür davor. Und hat einer dahinter geguckt und ich stand aber schon dahinter, hab die Tür aufgerissen und da ist auch jemand drin. Und ist da weggerannt, hat sich erschrocken. Sehr schön. So, ich habe uns meinen mitgebracht. Ich mach den mal gerade auf. Okay. Wir trinken immer einen griechischen. Ich wollte sagen, das ist ein Rosé. Veopotamia. Aber der ist noch gar nicht ein Rosé, im griechischen zumindest. Ich liebe Rosé, sehr gut gemacht. Ja, der kommt aus der Gegend um Theben. Ich war ja nur tatsächlich von Berlin aus über Schönefeld nach Griechenland geflogen und von da getrennt über die Insel, wie alle zu dieser Zeit, Santorini und, keine Ahnung, die ganzen kleinen Inseln, immer mit so einem Schlafsack und unter offenem Himmel irgendwo übernachtet. Und es ist ja eigentlich, ich habe letztens darüber nachgedacht, wahrscheinlich auch, weil du jetzt so viel über Griechenland immer erzählst im Podcast, ob sich das jetzt so komplett verändert hat, ob das alles noch existiert, so diese kleinen Fischerdörfer und diese, das muss ja jetzt wahrscheinlich total anders sein, oder? Es kommt darauf an, auf den touristischen Inseln ist schon natürlich sehr viel Tourismus da eingezogen. Was sind denn die touristischen Inseln? Ja, Santorin zum Beispiel. Ja, ne? Okay. Santorin ist ja so das Ding, wo dann die riesen Kreuzfahrtschiffe anhalten und dann mal eben 5000 Leute ausspucken, die dann irgendwie den Berg hochgetrieben werden. Ja. Also wirklich teilweise wohl extrem schlimm. Ja. Und ja, weiß nicht, es gibt natürlich auch auf Kreta, auf Kos, auf den großen touristischen Inseln Dörfer, die schon so ein bisschen, sagen wir mal, so spanisches Tourismus-Flair ausstrahlen, was mir nicht gefällt. Ne? Mhm. Aber du hast natürlich gerade auf dem Festland beispielsweise sehr viele urige kleine Dörfer, Fischernestchen immer noch. Also das finde ich schon ganz, ganz schön. Mhm. Ein paar Geheimtipps gibt es ja immer. Ja, Matthias hatte ich ja... Mal dadurch letzten Herbst in Griechenland. Mhm. Ich dachte, du fährst jetzt zum ersten Mal, wo du gesagt hast, du fährst mit dem Auto bis nach unten. Ja, aber hat man jetzt was ich alles über dich weiß durch deinen Podcast oder euren Podcast. Das ist unglaublich. Du musst aufpassen, was du erzählst. Ja, da irgendwann seid ihr die gläsernen... Gläsern Menschen im Nomadenland. Ja, warte auf jeden Fall voll getrunken. Greift euch ein Gläschen und ich greife mir noch eine Hefeschnecke. Ja, Kuchen und Wein, das ist sehr märchenhaft. Du hast eine gute Backform, ich habe mir auch seine geholt. Ja, dann nochmal danke für die Einladung hier. Ja, gerne. Prost. Ja. Danke für die Hefeschnecke und für euren Besuch. Prost. Und ich sage allein hier, Prost. Die Niyamas. In dieser Jurte zu sein, ist so märchenhaft. Ja, das hat mich ja auch inspiriert, eigentlich auch Märchen hier anzubieten. Also als Programmpunkt für Familien, für Kinder, für Erwachsene, aber auch. Ich glaube, also wenn ich als Kind noch stärker, wenn man hier reinkommt, ist allein das. Ja. Da braucht eigentlich auch keiner mehr was vorzulesen, aber das ist natürlich noch ein schöner Grund, rein und raus zu gehen. Ja, schon alleine dieses Zirkusrund sozusagen. Ja. Ich glaube, deswegen, obwohl wir höchstens in die große Jurte einmal reingeguckt haben, kam Uwe auf die Idee mit den Skulpturen, weil wir machen, seit wir in Potsdam sind, machen wir so Pop-Up-Ausstellungen, immer an Orten, die uns inspirieren und dann gibt es so, da wird dann was gemacht, was an den Ort passt, was sozusagen das die Kunst, die man dort macht, muss mit dem Ort so verschmelzen, dass es einfach optimal ist. Und wir haben dann zum Beispiel einen Bekannter, hat einen Laden, der eine Zeit lang leer stand und dann haben wir da so eine Shop-Installation gemacht. Also haben die Tatsache, dass es ein Laden ist, aufgenommen für das Kunstwerk und für die Installation, die wir machen. Also es ist immer so, wenn man sich jetzt vorstellt, Ausstellung heißt nicht, wir hängen die Wände voll oder stellen Skulpturen rein, sondern oft ist es, wir machen uns ein genaues Konzept für diesen Ort und was dann da passiert, vielleicht stellen wir auch ein Zelt auf oder so. In dem Punkt. Und dann hat Uwe Vorschläge für das, was er macht und nicht, was ich machen würde. Und am Ende ist es aber so eine Einheit. Du kommst an einen Ort und denkst, oh mein Gott, hier muss ich irgendwas machen, irgendwas ausstellen können. Und die Jurte hat so ein besonderes, und Uwe hat ja die gearbeitet mit den Mönchen. Und das nenne ich jetzt mal so, also diese Skulpturen, die sehr, sehr, ja, nicht sakral, aber schon so ein bisschen spiritueller waren. Und irgendwie hat die Atmosphäre mit diesem Petersdom-Ding hier so gut resoniert.
Ja, wir sollten eine Ausstellung mit euch hier machen. Ich wäre nämlich wirklich gespannt, wie Uwe uns beiden beim Podcast baut. Eine Skulptur, wie wir podcasten. Das geht ganz schnell, so zwei Tonkloppen. So. Tust du auch viel Schweiß und ergießt du oder es gibt ja verschiedene Arten? Naja, das hat sich bei mir im Laufe der langen Zeit ein bisschen gechanged. Also als ich angefangen habe, war das Kunstmachen für mich, hatte immer was auch so mit Schweißen, Flexen, Hitze, so, weil ich komme wirklich aus diesem Industrieding. Ja. Also du bist ja ein bisschen jünger, aber ich habe ja sozusagen noch mein Studiengeld im Bergbau verdient, ja. Mhm. Und in Stahlöfen und so. Ich habe also dieses ganze im Ferienjobs war für mich immer Schwerindustriearbeit oder so, ja. Und da gab es ja auch immer das beste Geld, muss man sagen. Und außerdem war es immer abenteuerlich und hat Spaß gemacht. Außerdem wollte ich immer wissen, worüber die Männer bei uns in der Familie eigentlich immer so reden. Die Männer, die nicht im Felde geblieben sind, muss man sagen, die es überhaupt gab. So, ja. Und deswegen bin ziemlich spät an die Kunst überhaupt rangekommen. Ich glaube, mit 16, 17 oder so habe ich im Volkwang-Museum zum ersten Mal so richtig das so wahrgenommen, als was, das gibt's so, ja, und das will ich machen. Und das war dann so eine Möglichkeit, eigentlich das zu machen, was ich gerne mache. Also ich hätte ehrlich gesagt auch gerne im Bergbau weitergearbeitet, wenn man nicht sagen würde, na, so gut wird es dann doch nicht bezahlt. Zweitens ist es doch nicht so schön, immer da unten im Dunkeln zu sitzen. So, ja, aber dieses Körperliche, dieses mit dem Material umgehen und so, das hat mir schon sehr entsprochen. Und so habe ich auch noch immer Kunst gemacht. Also das kam immer geschweißte Sachen, Teer kam meistens vor, Wasser, Öl, mit Motoren, mit solchen Dingern, ja. Und das ist dann aber immer, und irgendwann, wir haben auch gemeinsam so Ausstellungen dann gemacht, so, und irgendwann habe ich gesagt, man muss eigentlich aber das, was man so ausdrücken will, auch mit weniger Materialaufwand. Und dann bin ich wieder zum Figürlichen gekommen, ja, dann habe ich eine ganze Zeit lang sozusagen mit Gipston und solchen Sachen gearbeitet und die Sachen dann in Bronze gießen lassen, also nicht selber, sondern gießen lassen. Und jetzt mache ich oft Sachen, die gar nicht mehr gegossen werden, sondern die bleiben in dem Material. Also diese Mönche, von denen Katrin zum Beispiel gerade gesprochen hat, waren eigentlich geplant, dass die gegossen werden. Die bleiben aber jetzt so, wie sie sind. Die sind sozusagen aus Papier, Schellack, Wachs, verschiedenen Modelliermassen und so, ja, und diese ganze Materialität, die spielt da auch eine große Rolle dann dabei, ja. Also, würde auch nicht passen, so eine Idee von einer Erhebung, sag ich mal, oder so ein Gefühl von Leichtigkeit, und dann gehst du und dieser Prozess, das in Bronze zu gießen, beschwert es alles wieder und zieht es wieder so runter. Und die sind wirklich, man hat fast das Gefühl, da geht so ein Luftzug unter diese Skulpturen, könnte die anheben. Und das brauchen die auch irgendwie. Und dann kannst du nicht sagen, natürlich kauft das keiner gerne. Ganz klar. Kannst du nicht draußen stellen. Leute, die dich dann fragen, was, dafür hast du blablabla bla bla bezahlt? Das ist ja nur Papier und ein bisschen Kaugummi. Ja? So diese Geschichten, mit denen gehst du ja als Künstler. Und dann musst du irgendwann entscheiden, nee, das ist jetzt egal, weil das Kunstwerk würde dadurch nicht mehr das Kunstwerk sein. Das sind dann aber auch spannende Sachen. Wenn man sagt, so ist es ja auch jetzt hier in der Welt. Wenn nicht mehr physisch geht, dann muss man überlegen, was geht sonst? Das ist eine kreative Frage. Wir sind jetzt vor einer künstlerischen Herausforderung, die Situation. Aber eine Frage, da muss ich nochmal drauf zurückkommen. Ferienjob im Bergbau, wart ihr auch unter Tage als Kinder dann schon bei Ferienjobs? Nein, ich war ja kein Kind. Ich war ja Jugendlicher, 25 oder 23. Zu Studienzeiten oder? Ja, ja. Nicht Kinder, aber unter Tage. Nee, Ferienjobs meine ich. Die Lore geschoben, so wie. Nee, ich meine Semesterferien, meine ich dann. Ja, also okay. Nicht, also während der Schulzeit habe ich nur, glaube ich, im letzten da habe ich auch schon in so einer Fabrik gearbeitet oder so. Ja. Aber nee, das waren dann immer so, man hatte diese 3 Monate Semesterferien, ja, und irgendjemand kannte immer irgendeinen Steiger, der einen dann da irgendwie gebrauchen konnte und dann einen Job gegeben hat, ja. Ja, und Untertage war von daher besonders gut, weil es erstens wirklich abenteuerlich ist, ja, zweitens wirklich viele aus meiner Familie im Bergbau gearbeitet haben und saßen dann immer und so haben so erzählt, und dann, das will man auch machen. Ich hätte ehrlich gesagt Eintritt bezahlt, um da runterzufallen. Und dann
es ist auch eine kurzweilige Sache. Also es wird definitiv nicht langweilig. Also es ist wirklich kurzweilig da unten. Ja? Und ich möchte anmerken, dass ich Uwe ja kennengelernt habe in den 80ern und der Bergbau war noch voll intakt. Und ich sitze bei dieser Bergbaufamilie, die über Generationen Bergmänner. Uwes Vater quasi der Erste, der nicht mehr unbedingt unter Tage gearbeitet hat, sondern da nur so Stempel Also der war Stempel Maschinenbauingenieur für den Bergbau. Der ist dann immer nur sozusagen Stempel mal runtergefahren, so um zu gucken. Und ich sitze an dem Tisch und denke, ja, ich würde auch gerne mal nach unten. Und dann legt sich so ein eisiges Schweigen über den Tisch. Das bringt Unglück. Er hat gesagt, kann ich nirgendwem erklären, weil Frauen unter Tage bringen Unglück. Man so, nein, das stimmt. Was heißt, es stimmt nicht? Das stimmt. Ich weiß nicht, ob wir wirklich sagen würden, das bringt Unglück. Es war einfach, es geht gar nicht. Es ist das physisch nicht möglich. Es wurde wirklich gesagt, es bringt Unglück. Also Bergbau ist sozusagen der Berg Athos des Ruhrgebiets, ne? Und du bist dann schon so ein bisschen erschüttert, weil du sagst, okay, Männerdomänen, okay, aber ich darf noch nicht mal gucken kommen, ja? Ich wollte ja nicht arbeiten, ich wollte nur mal runterfahren und mir das angucken. Ich wurde dann aufs Bergbaumuseum verwiesen. es war ungefähr so verletzend, wie als ich 10 war und in Hertha BSC in den Fußballverein eintreten wollte. Weil ich bin mit 2 Brüdern groß gewachsen, haben immer auf dem Bolzplatz Fußball gespielt und sie natürlich hat da. Man geht in den Fußballverein. Ich möchte auch in den Fußballverein. Mädchen, nee. Du kannst Schiedsrichter werden. So, ja. Nicht so. Schiedsrichter ist so ungefähr wie, das ist ja wirklich jetzt hier der allerletzte Job, ja. So, wer will denn Schiedsrichter sein, wenn man den Ball ins Tor werfen kann? Das war meine Fußballkarriere, die dann schnell endete an der Stelle. Also war nichts mit Bergbau, Fußball ging auch nicht. Siehste? Hast du dir gedacht, bleibt nur die Kunst. Was macht man da als Frau, ja? Wie kamst du dann zum Malen? Ich wusste schon als Kind, dass ich male. Irgendwie, es war für mich ganz klar, ich werde Malerin. Jetzt muss ich allerdings sagen, wie Uwe schon sagte, meine Eltern haben mit einer Malerin zusammengewohnt. Dieser Geruch allein von Ölfarbe löst bei mir. Das ist toll, ne? Ja. Also ich kriege so ein Gefühl von, das ist meine Welt. Und ich war immer vollkommen überzeugt davon, ich werde Malerin, das ist meine Bestimmung. So, das war so, wie andere sagen, ich werde, keine Ahnung, Pilot oder Eisenbahn. Es gibt doch immer diese Traumjobs. Und dann muss ich auch sagen, dass ich als Kind so ungefähr alles gemacht habe, was man kreativ machen konnte. Ich war in jeder AG, ich war in jedem Everything. Und meine Eltern sind auch beide sehr künstlerisch und haben uns Ausstellungen gezeigt, mich mit ins Theater genommen. Es war eine Welt, die mir komplett so eingeleuchtet hat. Mein Vater hat Klavier gespielt, meine Mutter hat Opern gehört. Das ist die Welt, so ist es. Und dann habe ich auch viel gemalt, aber merkte schon sehr früh, dass ich mein eigenes Ding habe. Also zum Beispiel habe ich nie gezeichnet. So. Ich habe jetzt nie gesagt, ich werde jetzt so ein handwerklicher Maler, der, oh, guck mal, du kannst das. Immer ganz klar, ich bin jemand, der mit Formen und Farben arbeitet. Und wenn es irgendwas gab, habe ich es immer so gelöst. Also mal was hieß für mich immer, nimm dir ein Material, nimm dir eine Farbe und fang an, Pattern zu machen oder Strukturen. Oder wenn ich jetzt meine frühesten Arbeiten zurückverfolge, war es so, dass alle mal, ach, du machst das abstrakt. Und ich, schönes Wort, aber ja, na klar, so mache ich das. Das ist mein Ding. Dann ist mir erstmal klar geworden, dass ich entscheiden musste, gehöre ich jetzt in so einen akademischen Ablauf, bei dem man muss mal so eine Mappe einreichen, muss so ganz viel Fleißarbeit machen. Ich dachte, hey Leute, ich in meinem Gefühl mache ich seit 10 Jahren Kunst. Wieso muss ich jetzt plötzlich was machen, was für mich erstmal nicht so relevant ist? Ich meine, es gibt Richard Serra, es gibt Blinky Palermo, es gibt Leute, wieso muss ich plötzlich jetzt Leute zeichnen, wie als wäre ich, würde ich, keine Ahnung, in die Steinzeit der Malerei zurückkehren. Und da habe ich mich sehr schwer getan und konnte einfach mich auch nicht durchringen, die Erwartungen eines Kunstkomitees zu treffen. Ich habe gesagt, okay, du bist jetzt wild. Du musst dein eigenes Ding machen. Und so habe ich es eigentlich von Anfang an gemacht. Ich habe gesagt, ich nehme mich so wahr, ich bin Künstlerin. Boom. Und als wir uns trafen, war es für mich schon aufregend, jemanden zu treffen, der so voll Künstler auch ist, der dieses Denken hat, diese Einstellung auch in allem. Und ich musste mich ja auch bilden an Leuten, die ich treffe. Ich hatte ja keine richtige Ausbildung, also habe ich immer gesagt, gesehen, dass ich irgendjemanden treffe, der mir das Nächste beibringt. Und ich weiß noch, ich habe ihn getroffen und wir haben uns getroffen und gesagt, okay, cool, ein Jahr lang, dann lernst du alles von ihm, was du von ihm lernen kannst. Ja. Und dann gehst du zu, und er zieht mich immer damit auf, weil ja, ich habe immer noch was. Seitdem habe ich immer noch was im Ärmel. Ich muss immer gucken, dass ich noch was im Ärmel habe. Aber klar, das ist halt der Weg, wenn du nicht akademisch das machst. Und ich war auch an der Uni, ich habe studiert, meine Eltern sind ja auch Akademiker, wie Uwe schon sagt. Also die sind dann am Ende eben nicht Künstler geworden, sondern mein Vater musste irgendwann auch Geld verdienen und ist dann Professor geworden und meine Mutter Dozentin.
Und die Kunst war mehr so der Bereich, der immer präsent war, aber nicht zum Geldverdienen benutzt wurde. Ja, also ich bin auch zur Uni gegangen und dachte mir, ah, das ist dann sozusagen, das macht man dann, damit man Geld verdient, und die Kunst ist dann sozusagen das Wildlife. Aber das ist natürlich auch was, wo man irgendwann merkt, nee, du musst jetzt hier schon eine Entscheidung treffen. Mhm. Und ich konnte nicht wie meine Eltern entscheiden, ich werde jetzt hier, was auch immer, ehrlich gesagt, weil Uni war jetzt nicht ein Hindernis für mich. Ich hätte die locker abschließen können, aber es war so wie, oh Gott, und dann sitzt du irgendwann irgendwo, wo du nicht hingehörst, ne? So. Das ist interessant. Ich kann mich noch an ein Gespräch mit ihrem Vater erinnern, wo er mich so auf einen Spaziergang eingeladen hat, ja, und man schon wusste, oh, Spaziergang mit ihm. Und dann kam auch, war auch so, war, also das war toll, also es war toll, also ich mochte ihn und wir hatten ein super gutes Verhältnis, aber dann waren wir so, ja, und wenn ihr jetzt so, und er wollte ja auch Kinder, und wie stellst du dir das dann vor? So, und ich habe immer gesagt, no, ich stelle mir eigentlich vor, dass Katrin das Geld verdient mit Malen. Und ja, ehrlich gesagt, eigentlich kann man nicht hier sagen, so ist es auch gekommen, sondern es ist so oft, ja, also ich glaube, es gab nur 2-3 Phasen in unserem Leben, wo das fast das gesamte Einkommen über mich gekommen ist. Das war nämlich, als Katrin schwanger war und gestillt hat und so, ja. Und ansonsten kommt es eher über Katrin oder zumindest, nee, gleich schon eher durch sie, ja, so oft, ja. Aber das war wirklich so ein Gespräch, wo er dann auch so merkt, man, so hat er sich das nicht so vorgestellt. Ja. Oder auch als dann die ganze, war keine große Hochzeitsgesellschaft, aber die ganze Verwandtschaft so, und die Standesbeamtin von der Bildhauer Uwe Karow und die Malerin Katrin Bongert. Und dann, really? So, nee, da ging wirklich nur so ein Moment so. Und die wollen Kinder kriegen? Müsst ihr es jetzt auch noch so, dass ihr es privat sagt, das ist ja schlimm genug, aber müsst ihr jetzt auch noch so in der Öffentlichkeit damit. Aber es war so wie, wenn wir heiraten, dann als Künstler und nicht als, es war nicht so, ja, jetzt heiraten sie auch wegen Kinder, und dann werden sie schon sehen, dass sie alles abspecken müssen. Kommen wir immer wieder auf deine allererste Frage zurück, merkst du? Aber diese Lebenswege, wie die so gehen, oder wie du auch erzählst, man geht dann weg, man sagt nie wieder Berlin, und lustigerweise natürlich wieder Berlin, du sagst es so, oder du jetzt hier mit deinen Jurten, und da habe ich übrigens, das finde ich cool, wie du auch eben meintest, so, ja, keine Ahnung, ob ich jetzt hier bleibe. Erstmal ist es das, was sich richtig anfühlt. Das ist eine Art von künstlerischer Lifestyle einfach. Warum, du würdest dich jetzt nicht als Künstler bezeichnen, weiß ich nicht. Aber für mich ist es das, was das Künstlersein ausmacht. Dass man eigentlich sagt, man findet es spannend, Situationen zu erforschen und sie kreativ zu gestalten. Das ist erstmal sozusagen, das muss ein Künstler haben. Das ist eine wichtige Voraussetzung. Naja, und das ist auch eine Sache, die wir sozusagen im Laufe der, also als wir uns kennenlernen, kann ich nicht sagen, dass ich das so genau wusste, aber mittlerweile weiß ich sehr doch ziemlich genau, dass das Künstlersein eben nicht was damit zu tun hat, ob man jetzt ein Bild malt oder einen Tonklumpen formt, sondern dass es wirklich eine geistige Haltung ist, mit der man das Leben sieht. So, ja, man versucht sozusagen in allen Bereichen neue Wege zu gehen, die irgendwie funktionieren können. Manchmal funktionieren sie, manchmal funktionieren sie nicht, ja. Also auch wenn man nochmal auf die Frage von ihrem Vater da zurückkommt, konnte er sich das nicht vorstellen. Und wir mussten einfach einen ganz neuen gangbaren Weg. Also ehrlich gesagt gab es auch gar nicht viele Vorbilder, auch unter den, sagen wir mal, unter den bekannten Künstlern oder so, gibt es nicht viele, die zu zweit ganz gleichberechtigt von ihrer Kunst leben und trotzdem 3 Kinder haben. Die meisten Frauen, die irgendwie bekannt sind oder was, die haben keine Kinder oder meistens auch gar keinen Partner oder so. Also da was zu finden und das hinzukriegen, das war für uns auch, glaube ich, zumindest eine kreative, ich würde sogar sagen, eine künstlerische Arbeit, so, ja, wie man damit umgeht, auch wie wir unsere Beziehungen führen, so, wie wir unsere Kinder erzogen haben. So nach außen sieht es immer so relativ normal aus. Und je näher man ranguckt, merkt man, die machen es genau 180 Grad anders wie die anderen. So, es ist ganz oft so, dass man, wenn man jetzt so oberflächlich redet, dass dann steht man so und ja, wir haben das so mit den Kindern gemacht. Ja, ja, so haben wir das auch immer gemacht. Und wenn man denkt, ja, das ist genau nicht so gemacht. Ich will das gar nicht sozusagen bewerten, dass das eine besser ist als das andere. Genau. Das ist nur eine andere Art, mit
Sachen umzugehen. Also wie man zum Beispiel auch ein wissenschaftliches Weltbild haben kann oder sagen wir mal Mönch ist oder so. Und sagt, weißt du, wenn du Mönch bist, dann siehst du wahrscheinlich das ganze Leben aus so einer Kutte. Ja, auch Mönchperspektive. Alles ist irgendwie gelenkt und geleitet oder irgendwas. Und wenn du Künstler bist, ist dann alles aus mehr, um es jetzt mal pathetisch zu sagen, so poetischerem. Wenn du als Mönch lebst und du weißt, du hast da die 5-mal am Tag deine Gebete und da gehört so viel dazu und jemand sagt, oh, ich meditiere auch. Das hat man manchmal so, das Ding, wo man sagt, es gibt schon einen Unterschied zwischen dem kompletten Commitment in einem Leben, was so ist, mit dieser Unsicherheit, also mit diesem, du darfst dich eigentlich gar nicht festlegen, weil du weißt nicht, wie das Kunstwerk, dieses Kunstwerk muss befragt werden. Und das Kunstwerk ist dann eben auch das Leben. Du kannst nicht sagen, kannst dem, also Uwe, natürlich hatten wir irgendwann ein Problem mit Geld. Logisch. Also wenn man immer nur sagt, man macht, verfolgt seinen inneren Weg, dann stellt sich irgendwann die Frage, wo kommt das Geld her? Und dann wird man erfinderisch und dann kommt natürlich, und das war bei Uwe nach dem Studium, er hat dann auch studiert gehabt und so bis zur Promotionszulassungsprüfung und dann super, ich habe einen Job und oh ja, klar, lässt sich alles noch mit der Kunst verbinden und dann boom, kommt die Frage, hey, willst du nicht Denkmalpfleger in Weißensee werden? Und weil so kriegen wir schon so ein, das Gefühl, ich übergebe mich gleich, aber auf der anderen Seite, ja, das ist jetzt die Entscheidung, weil das bringt die, wir haben das zweite Kind, kurz vorm dritten, das bringt jetzt die finanzielle Sicherheit. Warte mal, ist das jetzt nicht das Vernünftige, was man machen sollte? Die Spielerei ist vorbei, jetzt wird es mal ernst und so. Ne? Und dann denkst du, okay, nee, wir entscheiden anders. Und dann ist es aber nicht einfach nur eine kleine andere Entscheidung, sondern dann fliegt dir das Leben erstmal wieder um die Ohren. Ja? So. Dann denkst du mir so, oh, plötzlich klappt gar nichts mehr. Das war jetzt das, was die anderen, die Welt dir hätte anbieten können, der Weg. Du kannst auch nicht wieder zurück auf, dann mache ich was, was ich vorher gemacht habe. Die kleinen Jobs, die vorher liefen. Du bist dann, oh danke, jetzt sind wir wieder bei Null. Aber das ist wahrscheinlich aus künstlerischer Sicht so die Entscheidung, will ich Mönch werden oder nicht, ne? Ja, im Grunde genommen ist das so, ja. Also Katrin hat, ich habe sozusagen nach den besetzten Häusern und so weiter, gab es auch so eine Phase, wo wir wirklich ziemlich ausgepowert waren, so, ja. Und dann habe ich wirklich definitiv, dann haben wir uns irgendwie nochmal auf Abstand, auch fernbeziehungsmäßig, so haben wir das gemacht. Und ich habe nochmal Kunstgeschichte studiert, so. Aber im Grunde wirklich zur Erholung, weil ich irgendwo, ja, weil, weißt du, da, so, du bist da voll, wirklich die ganze Zeit, mehr oder weniger, haben wir das wie so ein Kriegszustand damals wahrgenommen, ja. Dann gehst du so zur Uni, mach Hessen Referat, kriegst einen Stempel, kriegst einen Schein, boah, ach, das Lesenleben einfach. So, weißt du. Und daraufhin ergab sich das eben, dass ich dann irgendwann in der Denkmalpflege gearbeitet habe oder der Gutachter für die Denkmalpflege geworden bin. Und dann war 88 ging das so los. Und dann ist die Mauer gefallen und dann war plötzlich Eldorado. Ja, weil die ganze Denkmalpflege abgewickelt worden ist da in Ostberlin und wir eigentlich, muss man sagen, mit Aufträgen zugeschissen worden sind. Also wirklich unglaublich. Da war einfach unheimlich viel zu tun. Ja? Und irgendwann sollten dann eben auch wieder Stellen besetzt werden. Und dann ich glaube, ich bin nicht der Richtige für so einen Schreibtisch und so eine Stelle. Ja? Und dann war von einem Tag auf den anderen im Schuh. Aber Matthias, wo kommst du eigentlich her? Du kommst aus, ich würde jetzt Osten sagen. Ich komme auch aus dem Bergbau, das ist, ja genau, Spremberg, das ist Niederlausitz, also in alle Himmelsrichtungen gibt es da Braunkohlentagebau und da habe ich auch meine Ausbildung gemacht und war auch mal in der Grube, aber halt die war oben offen. Einfach nur so reinlaufen, obwohl wir auch unter Tage hatten, weil in dem Gaskombinat, schwarze Pumpe, so hieß das damals. Ja. Kombinat, die haben Stadtgas hergestellt, Koks, Braunkohle, Strom. Die hatten 70 Kilometer unterirdisch Kabelkanäle und da war ich dann auch teilweise zuständig, um die Birnen zu wechseln, die Muffen nachzufüllen und so. Ich habe Elektromonteur damals gelernt. Und habe dann auch verschiedene Sachen unterschiedlich. Also momentan mache ich auch nichts, wofür ich eine Ausbildung habe. Ich habe dann einfach die Segeln irgendwann gestrichen. Ich war mal 13 Jahre noch Systemelektroniker, dafür hatte ich aber auch keine Ausbildung. Ich habe mich dann irgendwie so reingefuchst gehabt dann. Mit dem Job mal angefangen, im Hamburger Bahnhof ist auch ein Museum geworden, Mitte der 90er.
da hatte ich mit den Alarmanlagen und sowas dann zu tun gehabt. Da haben sie mich auch einfach nach Berlin geschickt. Ich sollte da stellvertretender Bauleiter da sein mit dem in einer und sagte, na, da kommt der einer, der hat ja Ahnung, aber der hat dann auch keine Ahnung. Der hat gehofft, dass der einer kommt, der Ahnung hat. Also sprich mich und die hat auch keine Ahnung. Achso, wie kriegt man denn jetzt die Bilder auf der Matte? Die wollten von mir hören, was zu tun ist. Und ich wusste, das waren echt schlaflose Nächte. Aber ich habe mich dann durchgebissen und dann waren dann doch aus 6 Wochen, wurden dann 1,5 Jahre. Und scheinbar habe ich mich nicht so doof angestellt. Ja, das hat dann aber auch geprägt, dass man dann echt doof, wenn man dran ist. Ja, und das war dann die Basis halt für das, was ich dann später gemacht habe als Monteur für Kassensysteme. Da bin ich dann auch durch Deutschland oder teilweise auch mal im Ausland gewesen. Oh, das ist ein richtiges... Ja, dann habe ich sowas gemacht und dann war ich aber... viel Sport getrieben und so kam ich dann halt mal nach Kirgistan zum Peak Lenin, das ist ja über 7000 Meter hoch. Und da wollte ich mich mal austesten, weil ich viel über Bergsteigerei gelesen hatte, Reinhold Messner bzw. Hans Kammerlander. Ich dachte, jetzt machst du es mal in deinem Rahmen, da suchst du dir so einen leichten 7000 raus, was in Anführungsstrichelchen zu bezeichnen ist, weil da ist die Luft dann schon auch ganz dünn da oben. Ja, und somit kam ich halt in ein Land, wo Menschen halt in Jurten leben. Und dann führt es dazu, dass ich nicht mal den Gipfel erreichen konnte, weil ich den bösesten Durchfall meines Lebens hatte, genau am Gipfeltag. Da das nennt man so, Schiss haben, das ist doch nicht normal. Das war dann Schiss, ja. Ich habe den Weg markiert auf meine Art, wie ich so rede. Jetzt habe ich vom Boot gesehen, die Streifen, ja. Da war so ein Sturm. Ja, und im Basislager hatte ich dann so einen Jungen kennengelernt, dann Einheimischen, und der wollte mir eine Stirnlampe abkaufen. Die hatte ich ihm dann geschenkt und von ihm habe ich dann so eine Kirgisenmütze bekommen. Kalpak heißt die. Ja. Und dann wurden wir noch in die Jurte der Eltern eingeladen und das hat mich dann halt so fasziniert, diese Atmosphäre in der Jurte so. Ja. Gab es da noch so Hodensuppe und sowas, was man immer so hört? Nee, das war nicht. Sie hatten dann 2 Wochen Schaf geschlachtet und da saß man auch nicht auf Hocker, so wie wir jetzt hier auf Bänken, sondern auch auf dem Boden, da war auch kein Tisch drin, da war nur ein flaches Tuch. Mhm. Ja. Und die Jungs, mit denen ich zusammen da war, ich war der einzige Ossi, sie waren aus Trier drüben und ich war so ein bisschen so russisch angehauchte Speisen gewohnt scheinbar. Also die haben es da nicht lange ausgehalten, so von den Gerüchen und von den Gewürzen. Ich kannte das schon so ein bisschen noch. Mhm. Ja, ja, ja. Und die meinten immer, und ich war der Einzige, der noch ein paar Brocken Russisch konnte, und die meinten immer, ich solle sagen, dass wir jetzt los machen, die können nicht mehr. So ungefähr. Aber so gut konnte ich dann mich aber auch nicht artikulieren und haben so brav dann 3 Stunden dann ausgehalten. Das hat schon der Magen rumort. Ja, aber mich hat das dann halt so fasziniert. Also einerseits diese Gastfreundschaft der Menschen, wo man glaubt, die haben nicht viel, obwohl die ganz viel haben. Also jetzt bei uns spricht man ja immer viel von materiellen Dingen, weil man viel hat. Die haben ganz viele andere Sachen, die mich so fasziniert haben. Und aber auch die Jurte als solches, als natürliche Behausung, alles aus Naturmaterialien. Also jetzt die Farben hier oben zum Beispiel, die wurden früher mit Pferdeblut und Flusston konserviert, jetzt die Holzstangen. Womit? Mit Pferdeblut und? Pferdeblut und Flusston haben die auch genommen, als Farbpigmente. Ne? Das ist jetzt schon Lack hier. Ne? Ja. Aber auch summa summarum, ich habe mir damals 4 Wochen Zeit genommen für diesen Berg, man muss sich akklimatisieren. Das dauert mindestens 3 Wochen, mit Reservetage waren es dann halt mal 4 Wochen. Mhm. Und das hat mir auch gut getan, halt da mal ein bisschen runterzukommen, weil selbst damals war der Job schon ziemlich stressig, den ich da hatte. Mhm. Und 2 Jahre später war ich dann halt doch so unzufrieden in der ganzen Sache, dass ich dann gesagt habe, ey, bisher her und nicht weiter. Und ich wollte sogar selber kündigen, aber die kam mir noch entgegen und haben mich dann gekündigt. So praktisch. Habe ich noch auf Wiedereinstellung geklagt und konnte noch ein bisschen Startkapital erhöhen. Ja, sehr schön. Und so ging das dann los. Da habe ich 2010 begonnen und eigentlich wäre jetzt auch mal ein großes Fest angesagt. Im September hatte ich das geplant. Jahre. 10 Jahre. Genau, 10 Jahre Nomadenland. Aber du bist schon 10 Jahre jetzt hier dran? 10 Jahre Nomaden? 10 Jahre. Ja, im November hatte ich 2010 aber vorne an der Biosphäre begonnen. Auf der Wiese stand da immer eine Jurte über den Winter. Und im Sommer waren immer 2 Jurten hier. Und seit 3 Jahren sind es halt 3 Jurten und dann noch das Tiny House. Also ist halt auch mal ein Zeichen, dass dann sich das auch gut entwickelt, wenn das dann so nach und nach so ein bisschen auch wächst. Und jetzt hat es ja schon richtig einen Dorfcharakter. Ja, ja. Und habe sehr positives Feedback. Sehr ist jetzt mal so, wie sich das so auch gestaltet. Und jetzt auch mit dem Eingangsschild so, dass, ja, das hat das irgendwie einen anderen Charakter. Und manchmal habe ich auch das schon gehört, dass manche dachten, hier, der wohnt in einer Privat, so, weißt du? So auf diese Art, ja. Oder hier wird so ein Westernfilm gedreht eigentlich. Aber das ist interessant. Wir haben nämlich auch, glaube ich, sehr, sehr viele Bücher von Kammerlander und Messner und so gelesen, ja. Und ich habe auch eine Skulpturenserie gemacht, die heißt 7 Summits. Also die haben wir auch zusammen in die Ausstellung hat diesen riesigen roten Back, das ist so ein riesiger, so ein käferartig, zeig mal dein Ding, so einen roten Back dazu gemacht. Und zeig so. Mal, ich komme ja gerade zu hören. Das ist sozusagen unser Logo für alle unsere Unternehmen. So, ja. Und dann fragen oft, ja, bist du auch Werkstatt, bist du, und das stimmt gar nicht. Also ich bin zwar früher mal ein paar Mal geklettert, ich hatte irgendwie so einen Freund an der Akademie, der war so ein irrer
Alpinist so, und der hat mich manchmal mitgenommen irgendwie so. Mhm. Und dann habe ich dann oben immer wieder so, ich war immer so fertig, wenn man so irgendwie die Knie zittern und dann bist du an so einem Ausstieg und dann, ey, so fertig war ich fast noch nie. Naja, jedenfalls. Aber was uns eben auch sehr daran interessiert hat, ist eben diese neuen gangbaren Wege zu finden und zu sagen, wir wollen auf diesen Gipfel. Und das ist zum Beispiel auch so eine Abkürzung zwischen uns, dass man sagt, ey, wenn wir da hoch wollen, dann können wir jetzt nicht jammern, weil wir kalte Füße kriegen oder weil einem irgendwie mal, oder weil man mal im Zelt sitzt und es ist eingeschnallt, du kommst nicht weiter oder so, ja. Das kommt ständig vor, ja. Und trotzdem versucht man dann irgendwie eine andere Route zu finden oder ein anderes Ding zu. Und diese Haltung, die findet man eben in diesen Büchern oft so, ja. Und das hat uns beide so fasziniert, dass wir da irgendwie viel drüber gearbeitet haben. Also Kunst. Erstmal viel lesen und dann, und ich glaube wirklich auch dann dieses Freeclimben, du suchst den nächsten Griff. Und im Grunde weißt du nicht, also du musst dich da vortasten, ja. Und dann gibt's ja Wände, die ist noch keiner gewesen. Da musst du die Spur legen und andere können dann vielleicht schneller hinterher am Ende. Genau. Und das ist auch im Leben so. Also, ja, wie wollt ihr das machen mit drei Kindern und keinem festen Job? Ja, keine Ahnung, schauen wir mal. So, an einem Finger hängt in der Wand, sagt man dann natürlich, oh, war das die richtige Entscheidung? Ja. Aber. Also es ist natürlich auch, das wirst du auch bestätigen, dieses gewisse Adrenalin-Level, an das gewöhnst du dich dann auch. Du sagst dann, wenn es keine Schwierigkeit ist, macht es keinen Spaß. Und das wird dann eben so auch der Antrieb für die Dinge. Also es muss schon, eine Zeit lang war ich so echt, habe ich uns wirklich so gesagt, bei unserer Fähigkeit ist es eigentlich erstaunlich, dass wir es nicht, warum treiben wir es nicht auf eine ganz solide Basis? Wir hätten ja irgendwann mal sagen können, selbst aus der Kunst kannst du ein Geschäft machen. Und dann kommt dann so der Verdacht, wow, wir wollen das gar nicht. Weißt du, wir wollen diesen unsicheren Zustand, weil der uns antreibt, weil der irgendwie dieses Adrenalin-Level fühlt, der gibt uns das Gefühl, dass wir lebendig sind. Ja? Und das muss sich dann irgendwie abgleichen. Und du weißt ja auch, du hast Kinder, hast du eins oder zwei Kinder? Drei, genau. Ja, ja. Dann kommt das Kind und sagt, ich muss die gleichen Schulranzen haben und ich muss das haben und ich will das. Und diese ganzen Needs musst du dann treffen und kannst nicht sagen, ich bastel dir einen aus Pappe, ist auch schön. Weißt du bist dann natürlich voll drin und das ist interessant. Ja. Ja? Ja. Und spannend, wie man da, wie man diesen Clash dann kreativ löst. Das finde ich ja gerade bei Künstlern so, dass das Schöne und jetzt auch den Vergleich mit den Bergsteigern beispielsweise, habe ich noch nie so drüber nachgedacht, aber tatsächlich, das scheint zu stimmen. Also immer irgendwie auf der Suche nach einer Lösung, die jetzt irgendwie vielleicht nicht so naheliegend ist oder so. Ne? Also mein Motto war auch immer, es gibt für alles eine Lösung. Ich mag es auch, wenn es schwierig wird. Das ist, glaube ich, so das Gleiche, was du da beschreibst. Ne? Wenn irgendwas kompliziert ist, dann macht es am meisten Spaß. Ja. Obwohl, da habe ich vielleicht ganz am Anfang auch einen Fehler gemacht. Ich hatte Kunst-LK in der Schule und einer meiner Kunstlehrer, der wollte eigentlich, dass ich in Düsseldorf Kunst studiere an der Akademie. Oh, cool. Ich war aber, ich wusste überhaupt nicht, was ich machen will oder soll nach dem Abi, aber ich hatte mir gar keine Gedanken gemacht und dann war das irgendwann so weg, das Thema, weil ich auch einfach nicht weiter darüber nachgedacht habe. Ich habe aber selber eine Weile gemalt, auch immer abstrakt. Das ist so eine Parallele zu dir, da habe ich mich gerade wiedergefunden. Ne? Also ich habe auch immer gedacht, ich bin nicht so der wahnsinnig gute Zeichner wahrscheinlich, aber es hat mir auch nie Spaß gemacht. Ich wollte immer das so mit Farbe spielen und die in der Farbe rumspachteln oder noch irgendwelche Materialien da einbauen. Und wenn du dann so kleine Ausstellungen machst, wie ist das bei dir? Erklärst du deine abstrakte Kunst oder absichtlich nicht? Also ich hatte so eine Art, so ein Mindbomb bei einer Ausstellung. Also ein Großteil meiner Arbeiten, als ich auf diese Sache gestoßen bin, habe ich gesagt, oh, das interessiert mich. Und das Interesse hält an bei einer Arbeit. Ich verflechte zwei Leinwände gegeneinander, die sehr farbig sind. Ich habe das gemacht, wirklich eine nach dem anderen. Und ich merkte, ich kriege irgendwas raus. Und für andere war es vielleicht, wie du wiederholst dich. Aber für mich war es so, nee, ich habe hier eine wissenschaftliche, ich habe ein Interesse. Und ich habe eine nach der anderen gemacht, was wirklich untypisch für mich ist. Weil normalerweise mache ich weniger Arbeiten und weiß dann, dass ich habe das abschließend geklärt, das Thema für mich, künstlerisch. Und das war natürlich toll, weil ich auch plötzlich wusste, oh, du hast jetzt einen Punkt erreicht, den andere Künstler, wo andere Künstler sagen, naja, super, du hast ein Markenzeichen und könntest jetzt das als zu deinem Markenzeichen machen. Das ist die immer das macht. Und dann hatten wir eine Ausstellung zusammen
Und wir haben eine Freundin, die im Bauhaus arbeitet, gefragt, ob sie uns eine kleine Rede hält, weil sie uns kennt und vorher interviewt. Und das ist ja auch so gekommen mit so einem Aufnahmegerät und haben ein bisschen geredet. Und dann hat sie uns eine sehr schöne kleine Einleitung gemacht und vorgestellt für die Ausstellung. Und dann fragte mich trotzdem nochmal derjenige, der die Ausstellung gemacht hat, ob ich was zu meinen Arbeiten sagen kann. Und in dem Moment hatte ich wirklich, wurde mir klar, was mich so fasziniert. Nämlich, dass ich durch diese in dieser Technik der Verflechtung beider Leinwände tatsächlich 50% der Arbeit verstecke unter der Flechttechnik. Und dass das für mich der Thrill ist. Es entsteht ein Bild, was komplett in sich selbst eine eigene Logik hat und schön aussieht, aber es bleibt ganz viel verborgen, was ahnbar ist. Natürlich werden die Leute sagen, ich kann mir denken, was da drunter ist. Vielleicht ist sogar genau das Gleiche, quasi, weißt du, wenn ich das jetzt hervorkehren könnte. Und mich hat das, was im Kopf passiert beim Gucken dieser Arbeit, interessiert. Genauso viel wie der visuelle Effekt. Ja, also das, was geht in deinem Kopf ab, wenn du dir sagst, hier ist was und 50% davon kann ich nicht sehen, kann ich nur ahnen, kann ich mir nur zusammensetzen. Und die sind, ich weiß, dass es da ist, aber ich sehe es nicht. So, das war für mich irgendwie kadum, habe ich sich gedacht. Und an so einer Stelle versuche ich den Leuten, dieses schon nahe zu bringen. An sich kann man sagen, ich habe auch Kunstwerke gemacht, die waren so reduziert, dass die Leute gesagt haben, ja, was soll's, was ist das jetzt, kann ich auch, oder ne, so wie wenn Malevich sein schwarzes Quadrat malt, man muss verstehen, wie er da hingekommen ist, um zu wertschätzen, was das für ein grandioses Kunstwerk ist. Ansonsten ist es ein dämliches schwarzes Quadrat und jeder steht davon und sagt, das kann ich auch, gib mir Farbe, ja. Dieser Prozess, den fand ich immer sehr spannend, diesen künstlerischen Prozess, der dich zu dem Ergebnis führt. Und da kannst du Leuten helfen beim Betrachten, indem du sagst, so, deswegen. Und du hättest wahrscheinlich auch irgendwann gesagt, Spachteln, Farbe interessiert mich. Und irgendwann merkst du dir, warum, was interessiert mich an dieser Kombination? Und klar kann man da helfen, auch demjenigen, der guckt. Ich habe deshalb gefragt, weil eine meiner ersten kleinen Ausstellungen war in Bottrop, in der Caritas-Begegnungsstätte. Und das war ganz süß. Dann war ich da irgendwann mal nachmittags, als so der alte Tantenstammtisch war, die da Kaffee und Kuchen aßen. Waren irgendwie so 10, 15 alte Frauen. Und der Leiter der Einrichtung sagte dann irgendwie so, ach, der Künstler ist auch zufällig gerade da. Und dann fing die an, ja, also was ich schon mal fragen wollte, was ist das da eigentlich? Dann sag ich, ja, ist abstrakt, was sehen Sie denn? Und das war dann ganz spannend, dann fingen die wirklich alle an zu diskutieren. Und die erste erzählte was, ich sehe dies und das. Und die nächste dann so, nein, das ist doch völliger Blödsinn, ich sehe aber viel, viel mehr dies und das. Und es wurde eine richtig wilde Diskussion, wo ich mich dann einfach zurücksetzen konnte. Und ich habe das genossen, wie dann die Leute, die eigentlich überhaupt kein Interesse an der Kunst hatten, sich dann plötzlich über so eine Diskussion da reingeredet haben. Das war schön. Hat Spaß gemacht. Ja, das ist auch oft sehr, sehr inspirierend zu sehen, was die anderen Leute sehen. Ja. Und das ist auch bei einem selber oft so, dass man sagt, ja, also wenn ich jetzt hundertprozentig wüsste, was meine Sachen bedeuten, dann möchte ich sie eigentlich gar nicht mehr machen. So, ja. Sondern das ändert sich bei einem selber auch öfter, ja. Zum Beispiel diese Mönche, von denen da Katrin gesprochen hat, die haben alle so eine Art Kugel in der Hand, ja. Hat sich so ergeben. Die wollte ich gar nicht unbedingt. Das war jetzt, ich habe nicht gesagt, oh, okay, ich mache mal so Figuren, die so eine Kugel tragen oder so, sondern irgendwie fängt man so an und dann irgendwie fehlt was und so, ja. Und für mich war es erstmal sozusagen eigentlich nur so jetzt vom rein Plastischen zu sagen, es braucht ein zweites Zentrum. Man hat sozusagen so einen Kopf und dann braucht es noch sozusagen so ein zweites Volumen, so ein zweites Gravitationszentrum irgendwo in der Mitte der Skulptur oder so. Ich glaube, das ist sozusagen der erste Anlass gewesen, ja. Und jetzt ist es so, alle Leute fragen, was tragen, ja? Und für manche ist es, ja, jeder hat sein Päckchen zu tragen. Oder jeder hat ein tolles Geschenk bekommen. Oder jeder hat ein tolles Geschenk zu geben. Oder jeder, weißt du, so. Und als ich die gemacht habe, war meine jüngste Tochter gerade in die Kambodscha, Laos, da unten so in der Gegend und hat immer so auf Pinterest oder, glaube ich, oder Instagram, immer so Mönchfotos davon, diesen Bettelmönchen, die alle so eine Schale mit sich rumtragen. Ah, vielleicht ist es auch so eine Schale. Weißt du, so die einen so beten und geben so spirituelle Energie und die anderen schmeißen dann irgendwas da in diese Schale rein. Also vielleicht ist es sowas. Aber ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Ja, und wenn jemand kommt und sagt, oh ja, jeder zu sein Päckchen zu tragen, ja, dann ist es das. Ende. Ja, so. Und wenn jemand sagt,
ja, wir haben alle sowas, so, wir haben alle, unsere Seele tragen wir so vor uns her. Ja, ja stimmt. So. Das Schöne ist ja, wenn man überhaupt irgendwie aufmerksam mal ein Kunstwerk betrachtet oder was weiß ich auch, irgendein Nicht-Kunstwerk, ne? Also, wenn man sich damit auseinandersetzt, das ist ja in der heutigen Zeit irgendwie völlig abhanden gekommen, hat man den Eindruck. Wer guckt sich schon in Ruhe mal mehr als 10 Sekunden irgendetwas an? Das gibt es ja fast gar nicht mehr. Und wenn du dann, ich kann mich erinnern, wir haben im Kunst-LK irgendwann 12. Klasse oder so eine Klausur in Duisburg im Museum geschrieben. So eine Giacometti-Skulptur analysiert und verglichen mit irgendwas, weiß nicht mehr. Und wenn du da wirklich 6 Stunden in dem Museum vor der Skulptur sitzt, das war Wahnsinn. Eines der schönsten Erlebnisse, die ich hatte in meinem Leben. Hm. Wirklich so komplett fokussiert auf ein Ding und dich damit dann so auseinandersetzt. Mhm. Macht irre Spaß. Und dann hast du natürlich auch regelmäßig neue Ideen. Was könnte da noch drin stecken? Ne? So, jetzt aber mal, warum hast du es nicht gemacht? Jetzt das weiß ich. Ich war damals Stunde nicht fertig, glaube ich. Also, trotz Abi nach 13 Jahren. Also ich hatte damals wirklich nicht den Eindruck, dass ich schon wüsste, was ich machen muss. Und, also für mich habe ich also bei ganz vielen Leuten, also die mich auch so fragen, da habe ich immer, wenn du irgendwas anderes machen kannst, mach was anderes. Also, also wenn man nicht unbedingt Kunst machen muss, ja, also sozusagen, also so ungefähr auch so wie wieder mit diesem Mönchsbeispiel. Also wenn du nicht wirklich ins Kloster musst, dann geh lieber nicht, dann mach lieber was anderes. So, aber wenn du das Gefühl hast, das ist das, was ich machen muss. So, ja. Mhm. Weil viele Sachen sind irgendwie dann doch einfacher. Bei mir war es eben umgekehrt. Ich war auch sehr jung. Also ich bin eben mit 19 auf die Akademie gekommen und so im Nachhinein mehr war ich eigentlich zu jung dafür. Weil das war das erste Mal, also sozusagen, ich habe sogar noch ein halbes Jahr in Bochum gewohnt, bin immer nach Düsseldorf gefahren, weil ich keine Wohnung hatte. Dann bin ich da irgendwie nach Düsseldorf gezogen mit einer Freundin zusammen. Und dann wurdest du zum ersten Mal alleine, hast zum ersten Mal eine Freundin, bist zum ersten Mal in so einer Stadt. So, ja, und ich hatte mit so vielen Sachen zu tun, ja, dass man, und dann hatte ich auch das Gefühl, die Dozenten, Professoren und so, verstehen mich nicht oder ich verstehe die nicht oder so. Ja, also es waren schon so ein paar Jahre, wo ich das Gefühl hatte, ich hätte auch vorher noch mal was anderes machen können. Aber es war halt so, boah, ich habe mich da beworben. Ich wusste auch gar nicht, ich war 100% sicher, dass die mich nehmen. Und war dann auch so. Aber als ich dann da war, fand ich es auch ganz groß. Nur so im Nachhinein habe ich gedacht, eigentlich waren es so 2-3 Jahre, wo ich überhaupt vollkommen im Dschungel gelebt habe. So, weißt du, so vollkommen nicht genau wusste, wo es lang geht. Ja, weil das ist dann eben was anderes, als wenn du jetzt sagst, du machst Abitur und fängst dann an, Betriebswirtschaft zu studieren oder Jura zu studieren, weil dann kriegst du einen Stundenplan oder hast dann von 9 bis 10 die Vorlesung, da, musst die Klausur schreiben, die Klausur schreiben und musst dann nach 4 Semestern 12 Scheine gemacht haben oder was weiß ich. Wenn du an die Kunstakademie gehst, dann sagt dir keiner irgendwas. Du musst gar nichts machen. Weißt du, da sagt nicht einer, ja, du, also heute ist von 5 bis 10 das Artzeichen und danach ist Töpfern und danach kommt Holzschnitzen und danach kommt irgendwie bunte Farbe malen und du machst, was du machst. Ende. Bin ich doch mal dahin gegangen, ne? Ja, das ist komplett. Achso, du bist dahin und dann kannst du dich immer mal das probieren, mal das. Du machst einfach, was du machst. Du machst deine Kunst, ja, und dann kommt ein Dozent oder ein Professor, der kommt vielleicht einmal die Woche oder vielleicht auch öfter oder wie. Und dann redet er mit dir darüber, ja, und sagt, was du gut findest, was du nicht gut findest, oder so, ja. Aber es ist nicht so, dass man jetzt sagt, man hat keinen Stundenplan oder irgendwas, sondern du bist komplett schwerelos. Ja. Und das ist auch gut so, finde ich. Ja, ich glaube, ich weiß nicht, ich glaube, mittlerweile ist es sogar wieder ein bisschen verschulter, aber ich habe keine Ahnung, wie das im Moment ist. Ist ja auch schon, das war 1976, als ich da angefangen habe zu studieren, ja. Also das hat sich vielleicht auch geändert, aber ich finde das gut, wie dieses Studium ist. Nur es ist, viele bewerben sich 3, 4, 5 Mal, bevor sie überhaupt genommen werden. Mhm. Viele waren zumindest bei der Bundeswehr oder haben irgendwas anderes gemacht. So, ja, also, hast du die ganz großen Professoren und Künstler noch kennengelernt dann da? Ja, wahrscheinlich. Ne? Beuys war ja... Naja, Beuys war ja schon gekündigt, hatte aber so, sein... Hatte, ja, der ist schon 72, ist der 72, schon da. Okay. Aber der war natürlich da. Der hat ja sozusagen. Ist einfach da geblieben, oder? Nee, der hatte arbeitsrechtlich, so gab es ja diesen Prozess und dann hat er sein Atelier in der Akademie hat er immer gehabt und war auch präsent da, ja. Und
welche großen Leute waren da? Ja, Richter. Richter, und, ja. Ja, und Rinke und Uecker und ja, genau. Die Leute. Das war also diese Generation. Ich doch dann im Hamburger Bahnhof, wo ich war. Also wir waren ja auch noch da, bevor es eröffnet wurde, und dann konnte man schon überall durch. Nee, ja, ja, mit Kunstfanger nie was zu tun gehabt denn, bis dahin, ne? Und was hast du gesagt zu den Arbeiten? Ja, mit den Skizzen konnte ich nicht was anfangen. Mit den Fettecken, aber mehr. Auf jeden Fall war da eine Eisenmaschine und da habe ich gehört, dass er die Putzfrau irgendwas sauber gemacht hat. Und das war richtiger Schaden. Ja, ja, da gab es einen Skandal. Dieses, genau, aber dann war noch ein Künstler da, Keith Haring oder so, ne? Mhm. Gibt's doch. Und der hat mir so verrückte Bilder gemalt. Und je länger du raufgeguckt hast, desto mehr hast du irgendwas entdeckt. Und das hat mich dann auch schon so fasziniert. Das fand ich echt interessant. So, jetzt guckst du eine ganze Weile drauf und dann bist du fast verschwommen ist und dann hast du wieder was anderes gesehen. So, dann wirklich so eine Art Tunnelblick hast. Mhm. Und das gibt's, das fasziniert mich nach wie vor, wenn ich mal irgendwo hinkomme und so und länger nochmal so ein Bild anschaue. Ja, und dann bin ich da nicht so viel unterwegs. Obwohl ich jetzt auch schon mal im Winter am Barberini war. Mhm. Fand ich auch interessant. Ja, bin jetzt nicht der Stammgast, aber ab und zu. Ja, wir haben uns nicht. Ich muss der Jote raus. Ja. Obwohl es natürlich, was so ein bisschen, na nicht traurig, aber was so immer so ein bisschen wehmütig wird, man so ein bisschen mehr, wenn man weiß, wie bestimmte künstlerische Entwicklungen, Phasen waren, wo man eben niemand was mit den Sachen anfangen konnte und die Künstler total gelitten haben und jetzt hängt das da alles und die Leute stehen da, Schlange und wollen aber, und statt dass sie jetzt an die Stelle gehen, wo jetzt die neuen Leute sind, die das tun, was die damals gemacht haben, was komplett. Was ja. Den Kopf öffnen würde, tappeln sie jetzt dahin, ist es abgesegnet, die Werke werden alle für Millionenbeträge versteigert, da ist jetzt nichts mehr zu entdecken. Ja? Nee. Jetzt kann man hingehen, jetzt ist es ungefährlich, jetzt kann man sagen, schöne Seerose, schönes Kornfeld, schöner Typ, der sich das Ohr abgeschnitten hat, aber weißt du, so, das ist so ein bisschen, das kriege ich im Barberini ganz stark das Gefühl, dass ich denke, wo ist die Provokation, wo ist die Herausforderung jetzt hier in der Kunst, die ist natürlich dann nicht so da. Unbenommen, dass das Gebäude ein totaler Gewinn für Potsdam ist und ich finde es auch super edel gemacht und ich liebe das, ja. So, danke. Der ist sehr lecker, der Wein. Was ist das? Wo hast du deine? Kommt der direkt aus Griechenland in der Kiste? Nee, jetzt weiß ich tatsächlich nicht, ob ich den in Berlin gekauft habe beim Griechen. Im bösen Berlin. Viopotamia heißt er. Weingut Samarzis. So, machen wir ein bisschen Werbung jetzt hier. Ja. Gesponsert von. Wisst ihr, was ich vom noch nicht, Podcast. Aber, ja. Das kommt dann demnächst. Falls sie uns irgendwann mal sponsern wollen, genau, der können sie einen Karton schicken. Ja. Nee, das fand ich früher in Düsseldorf immer ganz toll, wenn diese Jahresausstellung der Studenten war. Mhm. Das war immer so das Highlight. Wenn man mit dem Kunst-LK hingefahren, dann. Mhm. Aber du hast gesagt, war vielleicht ein Fehler. Ich insistiere jetzt mal drauf, dass irgendwas Künstlerisches noch in dir steckt, weil du schreibst ja auch jetzt diese Bücher und irgendwie, vielleicht kommt das jetzt so ganz vorsichtig, bahnt sich wieder ein Weg nach oben. Ach, ich habe ja immer so verschiedene Sachen gemacht, die irgendwie so ein bisschen künstlerisch sind. Halt das mit den Büchern, vorher habe ich gemalt und ein bisschen Podcast ist ja vielleicht auch so ein bisschen was. Und diesen Regenbogen bauen. Ja, genau, solche Sachen. Also ich habe immer mal irgendwas ausprobiert, was jetzt nicht so Mainstream war. Mhm. Also im Bumerang-Club zum Beispiel, dann habe meine Bumerangs selbst gebaut und dann auch künstlerisch gestaltet und solche Sachen. Also ja, ich habe das einfach dann immer so als Hobby mit mir herumgetragen. Mhm. Und vielleicht wäre es mir auch irgendwann zu langweilig geworden, wenn ich wirklich so reiner Künstler gewesen wäre, der sich dann sozusagen an einer Kunstspielart hätte halten müssen. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Das ist das, was du da beschreibst, ist eben das Ding, dass ja die Künstler meist dann davon leben können, wenn sie sich irgendwann entscheiden, daraus in Anführungsstrichen ein Business zu machen, dann möglichst bei einer Sache bleiben oder in irgendeiner Weise sich arrangieren mit dem, was jemand anders oder der Markt will. Und das ist einerseits natürlich super, weil immerhin so können Künstler leben, aber in gewisser Weise geht dann wieder das verloren, was eigentlich das ist, was nomadisch an Künstlern ist, ne? Dass sie rumziehen und Neues entdecken müssen und eigentlich nicht das immer wiederholen dürfen, was sie machen. Das ist oft doch das bittere Los, dass Künstler erst eben, weil du hast ja dann, glaube ich, alle verstorben, die teilweise auch gezeigt werden, die eben doch so teuer sind. Ne? Ja, ja. Immer erst der Erfolg nach dem Ableben kommt. Zumindest dann für die Nachfahren vielleicht. Ja, manchmal, ja, gut, es gibt auch viele Künstler, die auch zu den Lebzeiten schon erfolgreich waren und
Geld verdient haben. So, ja. Ja, aber immer wieder was Neues zu machen ist. Also einerseits ist es ja so, wenn du immer bei dem Gleichen bleibst, bist du dann irgendwann auch ein Experte für genau deine Art Kunst zu machen. Aber mhm. wie gesagt, für uns ist es mehr auch so eine Art, ist die Kunst ist sozusagen, das ist immer sozusagen die Manifestation, was sich sozusagen daraus ergibt aus dieser Lebenshaltung. So, ja, dass man sagt, okay, ich beschäftige mich jetzt die ganze Zeit zum Beispiel mit diesen Bergsteigersachen und dann kommen dann irgendwie so eine Kunstwerke dabei raus. Ja, also so. Aber ansonsten finde ich auch, dass die ganzen anderen Sachen, die, ja, wie gesagt, die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, wie wir schon eigentlich, wie man kocht oder wie man irgendwie, ja, wie man miteinander umgeht, wie man, wir haben ja sozusagen so ein bisschen größere Red Bug Community, ja, das ist sozusagen unsere Kinder und so ein paar Leute noch drumherum, ja, die immer wieder zusammen Projekte machen und zusammenarbeiten, ja. Wir haben sogar... Habt ihr dafür nicht einen Preis? Ja, den Preis gewonnen haben wir für unser E-Book-Label. Also, ach so. Ja, weil Katrin schreibt ja auch so, schreibt Bücher. Ja. Ja, das ist eigentlich gekommen, weil ne, in den Schwangerschaften und Stillzeiten hat sie nicht gemalt, weil das so also wegen der Gifte, die da entstehen, Lösungsmittel, Pigmente und so, ist ja Schwermetall, ist alles nicht so gesund. Ja, und weil sie schon immer geschrieben hat, hat sie dann angefangen zu schreiben. Dann haben wir zuerst Drehbücher, Konzepte geschrieben, Drehbücher gemacht. Und aus einem von diesen Projekten ist ihr erster Jugendroman geworden. Aber man kann wirklich sagen, was das angeht, auch, dass wir nachher einen Verlag gegründet, oder Verlag hat sich so... Verlag stimmt eben nicht, wir nennen das immer Label, mehr so wie ein Plattenlabel, weil es eben voll digital ist. Das war wirklich so wie, wir suchen Wege, um Geld zu verdienen und werden auf Dinge, wir sagen quasi, ach, irgendwie muss das Problem sich lösen, dann poppt irgendwas auf und sagt man, okay, kann ich, mache ich und dann kommt das Nächste und es kommt das Nächste und du bist eigentlich auf einer Forschungsreise, was du der Gesellschaft geben kannst, wofür sie dir was gibt, zurückgibt. Und so, das muss man wirklich sagen, ich hatte... Obwohl ich meine Mutter immer einen Roman schreiben wollte, obwohl ich immer gut schreiben konnte, war mein Ziel null, später Autorin zu werden. Ja, ich habe gedacht, mein Albtraum ist, irgendwann in einem Zimmer zu hocken, alleine und vor mich hin zu schreiben. Ich hätte sagen können, das ist was ich auf keinen Fall will. Und plötzlich lande ich da und versuche einen Roman zu schreiben. Ich wollte den großen Berlin-Roman schreiben. Ich möchte das jetzt nochmal sagen, den großen Berlin-Roman. Ich bin ja in Berlin geboren, zu einem Zeitpunkt, als mein Vater nach Berlin gegangen ist, hat seine Verwandtschaft quasi den Kontakt abgebrochen, weil sie gesagt haben, naja, der Russe kommt irgendwann so. Ne? Also man geht nicht nach Berlin in den 60er Jahren, weil da kommt natürlich der Russe. Also das ist ganz klar. Die besucht man auch nicht, die Verwandten. Die sind quasi abgeschnitten. Und das coole Gefühl meiner Kindheit ist, yay, wir sind unsere Jurte. So, keiner kommt raus, na super. Wir haben unser eigenes Ding. Und das hat mich jetzt komplett vor der Rolle gebracht, dieses starke Bild, ja. Den großen Berlin-Roman. Genau, und da habe ich den großen Berlin-Roman schreiben wollen, weil ich habe immer gedacht, die Mauer fällt als Kind. Das war mir ganz klar. Die Mauer wird fallen und ich werde außerhalb wohnen, wo ich immer als Kind auf die Mauer gucke und nicht weiter kann. So. Und ich habe ja in den Osten einreisen können als West-Berlinerin. Zwar kompliziert, aber es ging. Aber ich wollte da wohnen. Ich wollte da nicht nur einfach mal zu Besuch. Ich wollte da hin. Es war so wie ein verwunschenes Land. Logischerweise, der Grenzstreifen hinter der Grenze war unbewohnt. Die Häuser sahen auch alle verwunschen aus. Unbewohnt. Also es war für mich wirklich so Märchenland. Da wollte ich hin. Und dann habe ich gedacht, ich bin diejenige, die den großen Berlin-Roman schreiben muss. Ich weiß wirklich alles. So, mein Gefühl. Da bin ich also komplett mit gescheitert und unter uns wohnte ein Drehbuchautor und in diesem Scheitern von ich kann nicht schreiben, es geht alles nicht, poppte dann plötzlich so jemand auf, der gesagt hat, ich schreibe Drehbücher und ja, zeig mal her. Und ich dachte, was ist das denn? Das ist ja lächerlich. Das sind ja 100 Seiten, die nur aus Dialogen bestehen. Das kann ich mit links und so weiter. Und plötzlich bist du im Drehbuchgeschäft. Also es war so, viele sagen so wie, als wäre es eine Karriere, aber es war keine Karriere. Es war, wie kommen wir damit zurecht, irgendwie zu überleben und wie basteln wir uns ein Leben zurecht, was finanziell vielleicht funktionieren kann mit den Talenten, die man hat, nebenher, sage ich mal. Mhm. Und das Label ist auch so entstanden, weil wir eigentlich die Idee war, wie können wir das, was wir gerne machen, mehr den Leuten nahebringen. Oh, ich schmeiß meine Fähigkeit, die ich mittlerweile im Schreiben hatte, zusammen zu den
zeichnerischen Fähigkeiten, die Uwe hat, und wir machen daraus eine Graphic Novel, also ein Comic/Bilderbuch. Das ist doch genial. Alle fanden das Produkt toll, niemand wollte es machen. Viel zu aufwendig, viel zu teuer, niemand will es haben. Und dann irgendwann haben wir gesagt, dann machen wir das eben selber so. Ja, so. War auch nicht erfolgreich, aber war der Start, ja. Und dann kommt so ein Preis und ich weiß noch, ich war gar nicht zu Hause und Uwe hat das selber gesagt, ich bewerbe uns da jetzt mal. Also wir sind die ganze Zeit hier vorne an der Forefront. Das ist was die bewerten Leute, die kreativ sind. Wir sollten den Preis haben. Ja. Und dann gewinnen wir den Preis. Und man denkt, okay, wo sind wir jetzt? Also das sind andere Stationen als dieses, weißt du, was ich meine? Das ist so, wie du es auch beschreibst. Du bist der eine Jod und das ist der zweite Jod. Aber das ist natürlich auch Leben. Und es ist auch eine Realität. Nein, den Preis haben wir auch dafür bekommen, dass es sozusagen ein Preis auch für kreatives Unternehmertum, so dass man sagt, wie kann man sozusagen seine kreativen Sachen machen und trotzdem da auch wirtschaftlich erfolgreich mit sein. Und das war eigentlich auch immer eine Sache, die wir auch immer im Blick hatten. So, ja, dass man also für viele Künstler ist es ja komplett, sind Zahlen und so Sachen, ist ja der komplette Horror, ja. Und ich will jetzt nicht sagen, dass es für uns eine totale Fun ist, aber wenn du drei Kinder hast, dann hast du natürlich auch Zahlen im Blick. So, ja, und guckst irgendwie, wie kann man das machen? Und zum Beispiel hat Katrin die ersten Romane, die sie geschrieben hat, die sind ganz normal in normalen Verlagen veröffentlicht worden und auch ziemlich erfolgreich. Wie gesagt, die haben Preise gewonnen und sind auch sehr gut verkauft worden, ja. Und trotzdem merkt man, das kommt am Ende dabei raus, das kann nicht sein. Da muss man irgendwie in dieser Verwertungskette, muss man eine andere Position einnehmen. Und als es dann möglich war, dass man sagt, ey, wir machen das selber, dann haben wir gesagt, oh, und plötzlich kann man davon leben. So, und das sind einfach, ja, Überlegungen, die mit Zahlen zu tun haben. Und letztendlich auch mit Excel-Tabellen oder sowas, ja, wo ja auch viele sagen, das sind wir, glaube ich, auch ziemlich gut. Naja, du verteidigst eigentlich dein künstlerisches Leben gegen die Realitäten und versuchst so kreative, aber auch so nahe wie Lösungen zu finden. Du sagst dann nicht, na gut, dann gehe ich eben und trage Pizza aus. Weil du weißt, dann ist alles aus. Dann kannst du keine Kunst mehr machen, dann bist du in einem anderen Mindset. Und du passt da ja auch nicht zu den Leuten. Also ich meine, klar hat man sich phasenweise mit irgendwas durchgeschlagen und hat gesagt, ich nehme mal den Job und den Job. Aber du merkst dann auch irgendwie, du bist aus dem Alter raus, wo du irgendeinen Job annimmst. Ja? Du bist darauf angewiesen, irgendwie zu improvisieren und was zu probieren. Und was ich im Nachhinein auch nicht mehr so richtig verstehen kann, aber irgendwie war es auch so, wir hatten irgendwie immer ein großes Selbstbewusstsein. Also Drehbuch, wir hatten nichts mit Drehbuch zu tun, wir hatten nichts mit Filmgeschäft zu tun. Und wir hatten eine Freundin, die hat da gearbeitet, die hat uns ein paar Sachen gesagt. Man hat dann wirklich so, gib mir mal ein Drehbuch, damit ich sehe, wie das aussieht. Ja? Und hier, ich gebe dir von, keine Ahnung, von Til Schweiger irgend so ein Erfolgsding. Und ich gucke und denke mir, okay, gut, jetzt weiß ich, wie es aussieht. So, jetzt mache ich das auch so. Ja. Und war mit dieser Dreistigkeit auch total erfolgreich. Also Uwe ist dann irgendwie zu den Produktionen gegangen. Also folgendes, ich habe hier ein Drehbuch, zack, ja so. Wir haben die dreistesten Sachen gemacht und die haben einfach funktioniert, weil wir, ehrlich gesagt, keine Ahnung hatten, dass es da Hürden gibt. Nachher haben uns Leute gesagt, wie habt ihr denn diese Hürde genommen? Ich dachte, ich habe die gar nicht gesehen, wo war die denn? Ja, so, das ist natürlich was, das, glaube ich. Man braucht schon Selbstbewusstsein. Ja, aber das entsteht auch aus dem künstlerischen Leben, weil du nämlich lernst, weißt du, okay, ich bin auf 7000 geklettert, da werde ich mir da jetzt nicht in die Hose machen, weil ich über diesen kleinen 500-Meter-Berg gehe, also das kommt gar nicht in Frage. Und das war immer so wie, oh, wir haben schon Schlimmeres gesehen. Da kann man jetzt mal anrufen und einfach sagen, was kann passieren. Ja? Wie geht's euch so? Also mir ging es immer so, wenn ich irgendwas gemalt habe oder gestaltet habe, wenn ich dann fertig war, dachte ich, wow, es ist geil geworden, es ist richtig geil geworden. Ich habe mich auch vielleicht selber so ein bisschen so da reingesteigert, dass ich dachte, super, das ist jetzt ein dolles Ding. Und dann gehst du natürlich auch sehr viel selbstbewusster damit um. Dann kannst du sowas auch machen und sagen, hier, das ist ein geiles Drehbuch, mach mal einen Film draus. Oder wenn du eine Skulptur fertig machst, dann, gut, wahrscheinlich nicht immer, aber du hast ja irgendwann so dieses Gefühl, wow, das ist jetzt, es so ist, sollte es werden. Ist eine wirklich tolle Frage, finde ich. Weil je besser man wird, desto unbedarfter wird man da mit der Sache. Das heißt, eigentlich werden deine Sachen besser, aber dein Bewusstsein wächst gleichzeitig mit und sagt dir immer mehr, wow, das kann aber besser werden. Ne? Und das miteinander abzugleichen, kann ganz schön. Das kenne ich vom Sport her, das ist auch so gewesen, zumindest bei mir. Ich habe angefangen, so ein bisschen Sport zu treiben, Marathon gelaufen und so Sachen und ich war noch gar nicht so austrainiert, aber ich habe schon gute Zeiten abgeliefert, weil es im Kopf gestimmt hat. Aber irgendwann
war ich gut austrainiert, aber im Kopf hat es nicht mehr gestimmt, da war das viel schwieriger. Dann, man geht aber auch schon mit einer Erwartungshaltung ran, jetzt musste da aber jetzt, da muss da was kommen. Ja, und dann war es schon, ging es eigentlich in die Hose, wenn du so rangegangen bist. Also deine Frage kann man wirklich, könnte man komplett gegensätzlich beantworten. Mhm. Also da könnte ich einerseits sagen, ja, also wenn ich jetzt eine künstlerische Arbeit gemacht habe oder so und die ist also zufrieden, dann hört sie sofort auf mich zu interessieren, eigentlich. Weil das ist so, wie wenn man so eine, sagen wir mal, eine, du hast irgendwie, weiß nicht, du willst einen mathematischen Beweis oder was und hast den dann gelöst. Ja. Und wenn du ihn gelöst hast, naja, dann musst du ihn nicht nochmal lösen. Dann hast du ihn ja schon. Also, und dann kannst du auch sagen, okay, was kann man jetzt darauf aufbauen und machen? Das Ding ist kalter Kaffee oder so, ja. Und auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass gerade bei Skulpturen oder bei solchen Sachen auch oft so Sachen passieren, wo man denkt, ich komme mit so einer, also zum Beispiel viele Sachen, die sind so wie gedownloadet. Die download ich, die muss die nur noch machen. Aber im Machen ändern sie sich natürlich, weil man sie natürlich nicht eins zu eins irgendwie so, ja, da muss man einfach nur noch zuhören und gucken, so, ja, was passiert da jetzt gerade? Und zu sagen, okay, das ist jetzt fertig. Und manche Sachen sind wirklich instantly fertig. Und wo man sagt, das ist großartig, da braucht man nichts mehr drin. Und das ist dann auch so. Und manche Sachen sind so, hat man das Gefühl, ja, das ist super. Und dann stellen wir die aber oft so, oder so stellen die dann, irgendwo stehen die in meiner Wohnung rum. Und dann gibt's mehrere Möglichkeiten. Entweder sie sind die ganze Zeit, jedes Mal, wenn man hinguckt, denkt man, oh, so, ja. Und wenn dieses Gefühl immer bleibt, und das geht bei mir bei Skulpturen, wenn ich jetzt zum Beispiel zu irgendeinem Sammler fahre oder zu jemandem, der ein paar Skulpturen von mir hat, und ich komme irgendwie nach 5 Jahren mal wieder in seine Wohnung, da steht so ein Ding, oh, ey. Wow. So, ja, man hat es vollkommen. Aber ja, man kann es nicht steuern. Nee, das kannst du nicht, das kannst du auch vor dir selber nicht faken. Oder da steht so eine Skulptur jetzt meinetwegen bei uns im Wohnzimmer oder irgendwie neben einem Plattenspieler oder so, ja. Irgendwann guckt man und denkt, da muss man noch was dran machen. Also man fängt wieder an, die steht schon 2 Monate und man fängt trotzdem wieder an, was zu machen. Oder sie steht da und denkt, ja, ist okay, aber eigentlich interessiert es mich nicht. Dann ist es, weißt du, es gibt sozusagen, entweder ist es die immer super, also auch noch nach 10 Jahren oder so, oder du hast den Reflex, nochmal irgendwie dran rumzukneten, oder es ist eben so, ja, es ist alles okay, aber es ist eben auch eben alles nur okay. Ein bisschen wie mit Songs, die bleiben, so Songs, es gibt so Songs, die hörst du und du hast es jedes Mal das Gefühl, sie sind frisch. Weiß nicht, was passiert, dass das sein kann. Dass das Gefühl von dieser Frische, die in der Entstehung wahrscheinlich da war, wieder konserviert wird im Song und jedes Mal wieder aufpoppt. Und es gibt ja dann so Songs, das finde ich das Merkwürdigste, die alle gleichermaßen total toll finden. Das sind ja meistens so Hits, ja, wo jeder sagen würde, ja, toll. Und du hörst sie 3 Jahre später und du sagst dir, ugh. Als hätte man sie sich tot gehört. Und du kannst gar nicht mehr verstehen, was das Excitement ausgelöst hat damals. Ich frage mich da, was energetisch passiert. Ja? Und wir sind sehr kritisch mit unseren Kunstwerken. Man ist ja auch kritisch, wir haben zeitweise sehr wenig Platz gehabt zum Wohnen. Also du musst auch wirklich fragen, wie viel kannst du aufbewahren? Und du musst schon alle paar Jahre mal alles angucken und sagen, hält das stand? Ist es noch gut? Und ich tendiere auch dazu, alles wegzuwerfen, was mich nicht komplett umhaut. Aber Schmetterling wird nicht verkauft irgendwie. Naja, wenn mir jemand ein Kunstwerk abkauft, was ich nicht für top-notch halte, ist mir das dann wurscht. Das ist schön für mich sozusagen. Okay. Also, aber ich stelle ja erstmal nichts aus, was ich nicht richtig gut finde. Also könnte es höchstens sein, wo ich in ein paar Jahren, wie Uwe sagt, man kommt vorbei und sagt, oh ja, okay, kann ich so stehen. Aber es ist jetzt nicht so, wow, was habe ich da gemacht? Naja, gut, aber seit 30 Jahren, noch 25 Jahren wohnen wir jetzt so, dass wir eigentlich alles aufbewahren können. Wir können, aber tun wir auch nicht. Tun wir auch nicht. Also, ist nicht nur Platz, ist es natürlich auch. Aber wär das nicht eine coole PR-Aktion, eine Ausstellung zu machen mit den Sachen, die einem überhaupt nicht gefallen und zu sagen, ich stelle nur das aus, was ich loswerden will, alles andere kriegt ihr gar nicht zu sehen? Also, ja, es ist, jetzt ist es eine neue, du hast wirklich ein neues Thema aufgestoßen, weil seine Kunst verkaufen ist ein ganz eigenes Thema. Ja. Selber verkaufen. Das heißt, den totalen Abstand von dem geschaffenen Werk kommen, es als nur noch Objekt ansehen, was du dann jemanden nahe bringst als Objekt und nicht mehr als dein herzensblutendes Herz, ist so eine Transformation, die man lernen muss, wenn man seine Sachen selber verkaufen will. Ansonsten sucht man sich am besten Galeristen und sagt zitternd, nimm die Sachen mit aus dem Atelier und will dann auch gar nicht meist
mitbekommen, was passiert. Aber wir haben uns das immer abverlangt. Wir haben gesagt, Moment mal, diesen Übergang, der ist interessant, der ist spannend. Da gibt es was zu lernen. Und ich erinnere mich mal an meine ersten Ausstellung, wo ich so mit den Nerven am Ende war, dass ich so vor Gott, das war wirklich so, ich bin jetzt nicht gläubig, wirklich nicht gläubig erzogen. Ich habe gesagt, lieber Gott, wenn irgendeiner kommt und mir was abkauft, dann nehme ich ihm nur den halben Preis ab. Bitte. Und tatsächlich habe ich am allerbesten in dieser Ausstellung verkauft. Und tatsächlich habe ich Idiot gedacht, nicht so wie Messmer, der in die Spalte fällt und sagt, ich steige nie wieder auf einen Berg und komme es heraus, aus der Spalte steigt auf jeden Berg her. Habe ich gedacht, ich muss mich jetzt an dieses Gelübde unter Druck halten. Habe die Sachen für die Hälfte verkauft. Völlig idiotisch heute. Ich rate jedem davon ab, sich an seine eigenen Gelübde zu halten unter Angst und Stress. Man muss es richtig lernen, diesen Abstand zu halten und dann auch zu verstehen, dass dann was anderes passiert. Das ist ein vollkommen anderer energetischer Prozess, seine Bilder zu verkaufen. Deswegen würde ich niemals ein Bild verkaufen, hinter dem ich nicht stehe. Weil wenn ich Verkäufer bin, ich richtig guter Verkäufer bin und ich wertschätze gute Verkäufer, ja, gute Wirte, gute Verkäufer. Du bist zum Beispiel so jemand, man hat einfach Lust, dir was abzukaufen. Recht. Ja. Man steht da und guckt, denke, was kann ich dem Menschen abnehmen? Ja? Recht. Mhm. Ja, das macht Spaß. So, genau. Interessant. Ja. Ja. Wahrnehmung. Nee, man fühlt sich gecomfortet von dir und das ist sehr angenehm. Da gibt es ganz andere. Du könntest mehr verkaufen in deiner. Verstehst du, was ich meine? Ja, weil einfach man dir gern was abkauft. Also wenn du Hüte demnächst da hast, dann denke ich wahrscheinlich. Ich habe da noch Taschen hier hängen. Für euch zum halben Preis. Ja, würde ich sogar machen. Nee, nicht. Siehst du, aber das ist eben dieser andere Prozess. Und wenn du in den reinsteppst, dann ist es eine Kunstform, ein guter Verkäufer zu sein. Ja, das ist interessant, weil wir ja auch, wir haben ja nicht nur die Kunst und das E-Book-Label, sondern wir haben ja auch eine Agentur für Schauspieler. Und da ist es ja total interessant, weil ich da ja so auch Gagen ausverhandle, also nicht nur Gagen, auch Drehbedingungen, alles Mögliche, so für die Schauspielausschule. Und es ist natürlich für jemand anders, das zu verhandeln, viel, viel einfacher als für einen selber. Ja, klar. So, ja. Aber dadurch, dass ich das ganz oft für andere mache, lerne ich natürlich auch viel, wie man es für einen selber machen muss, ja. Mhm. Also, dass man sagt einen Preis und der andere fällt irgendwie tot vom Balkon. So, das ist ganz normal. Das ist jetzt normal, das macht man so. Ja. So. Fällt mir mal das Beispiel mit der Frisur, weil ich habe zwar jetzt hier hinten einen Spiegel aufgehangen oder so, aber ansonsten, ich habe ja sonst nie Spiegel und eigentlich sage ich immer, die Frisur ist scheißegal, man muss nur selbstbewusst gucken. Ja. Einfach so, dass du so... Ja. Aber mit den Preisen war für mich auch ein Thema am Anfang. Ich wusste ja gar nicht, ey, was nimmst du denn jetzt dafür? Hm. Irgendwas jetzt, Jurtenmiete, total neues Business hier. Ich habe vorher nie gelesen. Ja. Was nimmst du denn da? Oder wie machst du das überhaupt? Und kalkulieren, was ist das? Und kalkuliere ich das überhaupt? Naja, das sind zwei verschiedene Sachen. Halt so Sachen, ja. Das sind wirklich auch eigentlich fast zwei verschiedene Sachen. Einmal das zu kalkulieren und zu sagen, okay, ich kann... Also es gibt ja zum Beispiel, das beobachtet man auch in Potsdam öfters, wo man denkt, okay, da macht jetzt so ein Laden auf und der ist eigentlich... Wie dieses eine Sportstudio da. Das Yoga-Studio? Hot-Yoga? Ja, wo man sagt, das ist komplett ausgelastet. Ja, die ganze Zeit. Man hat das Gefühl, wirklich, alle Kurse sind belegt. Man steht da irgendwie, jede Matte ist belegt. So, ja, und die gehen irgendwann ein oder müssen irgendwann aufhören. Da muss man sagen, das muss ja irgendwie an der Kalkulation liegen. Ja. Wenn man sagt, weißt du, wenn man sagt, ich mache sowas und ich denke, na, vielleicht kommen 10 Leute pro Kurs oder blablabla und es kommen dann nur 3 und man muss dann irgendwann aufgeben, dann sagt man ja, okay, da hat irgendwas am Marketing nicht gestimmt oder man hat es falsch eingeschätzt oder so. Ja. Aber wenn man sagt, man hat so einen Laden, man macht ein Restaurant auf, jeder Tisch ist jeden Abend besetzt und trotzdem verdient man sich sein Geld, da haben wir von Anfang an falsch kalkuliert. Genau. So, ja. Genau. Und da kann man auch nicht sagen, okay, ich nehme die doppelten Preise. oder so. Ja. Und dann gibt es wieder die andere Sache, wenn man sagt, wenn man jetzt so meinetwegen so eine Dienstleistung verkauft oder wenn man so, sagen wir, so einen Schauspieler irgendwie einen Job, also so einen Dreh kriegt oder so, kann man sagen, okay, so, das ist jetzt meinetwegen eine Low-Budget-Produktion, aber das, du kannst nicht für den Preis dahin gehen, nicht weil das nicht genug Geld für dich ist, weil du brauchst das Geld gar nicht. Du könntest es auch umsonst hingehen, weil der hat vielleicht irgendwie 4, 5 Drehs, total toll, ich weiß, der hat genug auf der hohen Kante. Aber man kann nicht da hingehen, wenn man weiß,
am dritten oder vierten Tag kriegt man schlechte Laune, weil man das Gefühl hat, boah, ey, warum mache ich das hier eigentlich oder so, ja. Also, aber wenn es sehr viel Spaß macht, geht's. Naja, wenn es, also es sind immer so Sachen, wo man abwägen muss, ja. Ja, gut, man kann sagen, okay, ich mache 3 Tage, mache ich umsonst Studentending oder was, ja. Aber man kann nicht sagen, 15 Tage, ich mache es umsonst. Da weiß ich genau, nach einer Woche hast du keine Lust mehr. Genau. So, ja, weil ja. Geld ist ja auch, genau, Geld ist nicht nur. Das ist auch Wertschätzung, genau. Energie, ja. So, ja. Also du kannst vielleicht sagen, ach, die mag ich, den gebe ich meine Jurte so, aber es ist besser, du nimmst was. Es ist wirklich besser für beide Seiten. Ne? Also ich habe das mal gelernt zum Beispiel, das war eine super Entscheidung, als wir damals diesen komischen blauen Einlegeware-Teppich, wir hatten immer so ein Teppich, so eine Einlegerolle und wir sind umgezogen und haben gesagt, okay, den können wir jetzt bei eBay, komm, den soll jemand mitnehmen, den brauchen wir nicht wegschmeißen. Und Katrin meint, nee, lass uns mal 50 Mark dafür nehmen. Da sagen wir noch zu D-Mark-Zeit. Ja, warum so? Es ist scheißegal, ob so das Ding ist weg, ja. Und Katrin hat darauf bestanden, dass wir 50 Mark nehmen. Und das ist sozusagen, oder zweite Hand war das noch, eBay gab es noch gar nicht, ja. Also, jemand ruft ein, ja, der gebe ich ab, ja. Und er gibt mir die 50 Mark. Ey, cool, komm, wir gehen essen. Ja, das ist total. Aber es ist noch was anderes, da eine andere Dynamik. Sobald du was verschenkst, denken die Leute, es ist nichts. Ja. Und es hat einen Wert. Ja. Und ich denke, es war leichter für die Leute zu verstehen, was ich ihnen sage. Nämlich, hier ist ein wirklich in Ordnung Teppich in einer großen Fläche, den ihr könnt ihr jetzt haben, statt zu sagen, ich verschenke was, weil dann jeder denkt, na, da wird irgendwas nicht stimmen. Oder da will jemand seinen Schrott loswerden. Also man muss den Leuten auch eine klare Botschaft mit dem Preis geben, damit sie verstehen, was man damit sagt. Ja. Wenn du deine Preise zu niedrig machst, verstehen sie das Konzept unter Umständen nicht. Ne? Also wenn du hier Kaffee für 1 Euro machst, muss man sich fragen, warum tut er das? Ja? Was hat er da, was hat, führt er im Schilde, sage ich mal. Wenn du natürlich 5 Euro für einen Kaffee nimmst, fragt man sich auch, was du machst hier. Ja? Dann sagt man sich, was ist das denn hier? Wen fördere ich hier gleichzeitig? Also ein Preis hat immer eine Relation zu einer Energie, zu einer Dynamik. Ja? Und wenn du dein Zelt jetzt in Polen aufstellst, dann kannst du deine Preise gleich, das geht da nicht mehr. Ne? Ja, du kannst pulverisieren. Ja. Genau. Und das ist nicht schlimm. Das ist nur die Anpassung an die Situation und an den Moment. Und wenn du Kunst verkaufst, kannst du ja sagen, bewegst du dich, also stell dir vor, machst du deine Ausstellung und deine gespachtelten Bilder und jetzt mal ganz egal, auf welchem Level wir Künstler unter uns das beurteilen würden, du entscheidest, die Bilder kosten 500 Euro. Das ist mein Gefühl. Das möchte ich dafür, das empfinde ich als richtig. Jemand kann sagen, du, wenn du das morgen an die Mülltonne stellst, nimmt es keiner mit, weil keiner es haben will. Ja, oder, keine Ahnung, es kommt jemand rein und sagt, ich entdecke dich jetzt und morgen ist es bei Sotheby und die Leute zahlen 5.000. Also du bist in einem ganz schwierigen, ganz extrem herausfordernden Bereich für Kunst. Eigentlich der spannendste überhaupt. Da werden Preise nur bei Energie festgelegt. Kann ich den anderen davon überzeugen, nicht bescheißen, nicht überreden, nicht reintricksen? Kann ich ihm diese, kann ich das so, mit so viel Energie aufladen, dass ich diesen Preis rechtfertigen kann? Und kann ich es ertragen, dass er mir diese Sache auch für den Preis abkauft oder fühle ich, habe ich vielleicht das Gefühl, ich habe ihn betrogen anschließend, dann stimmt was nicht mit dem Preis. Oder habe ich das Gefühl, er hat mich übers Ohr gehauen, dann, weißt du, habe ich zu wenig dafür genommen. Das ist ein super tolles Training für Selbstwertgefühl, für auch ein kreatives, eine kreative Erfahrung. Ah, interessant. Ja? Das hat nicht damit zu tun, wie viele Jahre du daran gearbeitet hast oder wie viel Farbe auf der Leinwand ist. Es hat damit zu tun, wie viel Energie in dieses Werk geflossen ist und wie stark du es mit diesem Wollen aufgeladen hast. Natürlich gehört auf der anderen Seite da jemand dazu, der sagt, ich erkenne das und ich kann es benutzen. Ja? Für einen anderen ist es einfach nur eine vollgeschmierte Leinwand, für den nächsten ist es eine Aussage. Und nicht nur unbedingt für deine Oma, sondern vielleicht auch für jemanden, der sagt, die Vision mag ich, das ist das, was ich mag, deine Energie mag ich. Das ist auch, wenn wir mal mit Mitarbeitern arbeiten oder so, dann ist unser Verhältnis zu denen auch immer so, dass man sagt, du, weißt du, ich möchte jetzt von dir das und das bekommen, so, ja, und ob der da irgendwie 3 Wochen dran grübelt oder ob er es auf der S-Bahn-Fahrt nach Hause fertig hat, ist mir eigentlich wurscht, Hauptsache ich kriege es. Und vielleicht kann man sagen, okay, wenn du da 3 Wochen dran grübelst, dann bist du vielleicht nicht der Richtige. So, ja, das geht nicht. So, ja, da darf man sich nicht so lange mit beschäftigen. Aber ob der da jetzt so, ja, ob der das, es gibt ja solche, also zum Beispiel Katrin ist so ein Phänomen, ja, also wir fliegen irgendwie mit einem Produzenten nach Mainz zum ZDF, haben da eine Sitzung, und quatschen, ja, und irgendwie
ich sitze dann im Flugzeug auf dem Rückflug neben dem Produzenten und er meinte, ja, es wäre doch, ich hätte gerne noch, man müsste mal so und so machen, es wäre doch gut, wenn man so ein, ja, das wäre toll, wenn wir das hätten. Ja, so, wir trennen uns am Flughafen, Katrin und ich fahren mit dem Taxi nach Hause, ich erzähle Katrin die Idee von dem Produzenten, was er gerne hätte. Wir steigen zu Hause aus dem Taxi, Katrin hat die Idee, und dann kann ich den Produzenten nicht anrufen. Da muss ich 3 Tage warten, bis ich sage. So. Aber es ist auch schon, dass wir hatten eine Zeit lang, und das war unser Erfolg im Drehbuchbereich ausgemacht, diese unglaubliche, also wenn wir kein Geld gebraucht hätten, hätte ich mich nicht so unter Druck setzen können, sagen wir so. Das gehörte schon dazu, dass dieses Gefühl war, so, du musst jetzt hier, du musst auf voller 100%, 150% laufen. Und unter diesem Druck arbeitet dein Gehirn auch anders. Ja, das ist eben auch wie beim Bergsteigen. Du gehst an dieses, wenn du weißt, du fällst runter und bist tot, dann kannst du sicher sein, dass dein Gehirn anders arbeitet, als wenn du sagst, naja, ist ja jetzt egal, ob ich auf den Grasbüschel trete oder daneben. Ja? Mhm. Du bist wirklich in einem anderen Mindset, und das haben die nicht verstanden oft, dass wir so, dass ich mich dann auch so channeln kann, weil ich sage, Idee jetzt. Du musst jetzt kommen, weil morgen möchte ich das pitchen und übermorgen schreiben und übermorgen ja, brauchen wir das Geld. Ja, ja, das war wirklich witzig. Ich kann diese Situation, das werde ich nicht vergessen. Ja, dass wir in Tegel einsteigen, als wir in Potsdam ankommen, sagen, ja, kannst du ihn anrufen. Ich weiß jetzt genau, wie wir das machen. Ich kann den jetzt nicht anrufen. wir müssen ein bisschen drüber nachgedacht haben. Das schönes Schlusswort, ne? Oder soll man das sogar rausschneiden? Was schneiden? Mit dem Produzenten. Wie du willst, ist egal. Wir schneiden ja nie. Wir sagen nur mal, wir schneiden. Ich mag genau, das, genau. Genau, nur. Das ist immer heiß. Und das schneiden wir dann raus. Und man denkt sich so, nee. Nee, ist trotzdem noch drin, ja. Nee, gesagt ist gesagt. Nee, ich glaube, wir haben auch nichts gesagt, was man jetzt nicht weiß, man rausschneiden müsste. Ja, das ist. Oder? Haben wir alles verschwiegen. Ja. Alles. Aber wir hätten eigentlich noch viel mehr zu erzählen, habe ich den Eindruck. Ach, ja. Aber wir müssen trotzdem, glaube ich, jetzt mal so nach sehr anderthalb gut. Stunden echt schon noch zum Ende kommen. Wie lange sind eure Podcasts immer? Eine Stunde? Oh, eigentlich so ich habe mal eine Stunde angepeilt, aber letztes Mal nochmal weit drüber. Da wird alles rausgeschnitten. Ja, das ist aber das Schöne hier in der Jurte. Das ist ja auch so eine Atmosphäre, da kommst du ins Plaudern und ja, es geht immer weiter. Euer Podcast ist ja auch so angelegt. Das ist jetzt nicht so, oh, wir haben jetzt ein Thema und da vertiefen wir jetzt unsere Dinge. Ja. Sondern ist ja sozusagen, dass man sagt, man hat so ein paar Potsdamer Leute. Das ist auch das Spannende, was ich so spannend finde. Wir reden ja ständig über wirklich völlig andere Themen, wo man sich sonst möglicherweise gar nicht mit auseinandersetzen würde. Also wer setzt sich denn, wer jetzt nicht irgendwie regelmäßig ins Museum geht, mal eine Stunde hin und diskutiert über Kunst und solche Dinge? Macht ja kein Mensch. Normalerweise. Ich entdecke da eher, also ich bin ja eher so der Sportler, ich entdecke da aber auch viele Parallelen zu meinem Leben. Und die ganze Kreativität, die habe ich jetzt auch erst mit meiner Selbstständigkeit so entdeckt, dass ich da auch so ein paar Sachen halt mache. Und ich habe dann meine Ideen und dann auch aus wenig was zu machen. Man hat ja nicht mal die Fülle, ja, wenn das Geld knapp ist, dann musst du eben gucken, was da ist. Und dann kann man daraus schauen, dass man daraus was Schönes macht. Ja, das habe ich neulich erst wieder gelesen, den Spruch kenne ich aber schon von früher. Auch aus Steinen, die einem jemand in den Weg legt, kann man was Schönes bauen. Das stimmt. Ja, dann besten Dank für euren Besuch. Ja, vielen Dank. Super hier. Also sehr interessant. Ich kann Sie nur empfehlen. Also mietet euch hier ein, macht hier was auch immer, wenn ihr es euch leisten könnt. Nein, ihr müsst wirklich ernsthaft, das ist ein unheimliches Erlebnis. Also das heißt, was Tolles geschaffen in Potsdam. Ja, absolut. Kommen auch immer mehr, die suchen mal die Übernachtung suchen auch nur aus Berlin heraus. Mal. Ja, man kann hier unter freiem Himmel schlafen auch. Man kann das und die Sterne dann sehen. Ja, und dann trotzdem den Kamin anmachen, jetzt ist er schon ausgegangen. Ja. Hatte ich schon mal eine Anfrage, Jurten Geburt sogar. Oh mein Gott, das ist das mal nächste Level. Ja. Aber nur, wenn wir live podcasten dürfen. Ja, genau. Wo findet man euch im Internet? Also, erstmal findet man uns unter ganz vielen Redbug-Sachen. Das ist Redbug Books, das ist unser Buchlabel. Redbug Culture, das ist unser Blog, wo wir über ganz viele verschiedene kulturelle Sachen machen. Dann gibt es einen Redbug Home-Blog, wo sozusagen unsere Homies zu verstehen. Also unsere Familie eigentlich. Also wir und unsere drei Kinder gemeinsam. Auch so eine Art Kunstprojekt, dass wir mit den Kindern was zusammen machen. Und dann gibt es Katrin Bongard, katrinbongard.com und uwekauf.de. Ja, wir hoffen, wir sind auch ein kleiner Teil der Redbug Community. Ne? Ja. Ab jetzt ist es passiert. Das wird immer größer, ja. Ja, der Nikolai Tegeler, der vor 3 Folgen zu Gast war. Der Schauspieler Regisseur und Produzent und so weiter. Irgendwie kam mir auch spontan auf die Idee, wir müssten eigentlich mal einen kleinen Low-Budget-Film hier drehen. Mit der Jurte, in der Jurte, aus der Jurte oder wie auch immer.
Ja. Ich hatte sogar auch schon mal ein Drehbuch im Kopf, und zwar wurde ein Existenzgründer jetzt nicht verrasselt und am Dachkranz hängend aufgefunden. Wer war das gewesen? Was? Er drosselt? Hangen hier unter. Dann kann man so schön, da so drunter hängt und dann fällt das Licht so rein. Das sieht schon komisch aus, glaube ich. Okay. Aber das Seil, was da ist, ist noch vom Adventskranz. Das ist jetzt hier kein... Das ist nicht, das ist das nicht. Du hast schon was vorbereitet. Aber diese Seile, die machen so ein bisschen wirklich so eine Zirkusatmosphäre, dass man das Gefühl hat. Ja, da hängt normalerweise ist hier dann der Adventskranz drin. So. Das habe ich noch hingelassen, dass so vier Dinger und dann hängt er mit dicken Kerzen. Ja, dann machen wir hier Schluss an der Stelle, oder? Sehr nett. Auf Wiederhören. Das waren Jurtegespräche. Bis zum nächsten Mal.